Guten Abend. Ja. Tut mir leid. Ich bin etwas spät dran. Etwas sehr spät dran. Okay, der Move hat, glaube ich, noch nie mitbekommen, dass ich live bin. Oder? Das jetzt auch nicht mitbekommen. Ah, immer diese lange Wartezeit, bis die Sachen es mitbekommen. Okay, raustappen, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Ja, das mache ich schon ernst. Mal schauen. Ja. Da lädt's noch, aber ist da quasi. Mal schauen, was mit dem Moodboard ist diesmal. Hat das auch? Dass ich. Ja, nein, ja. Eigentlich schon. Eigentlich hätte das ausreichen müssen. Oh Mann. So. Ja. Ich bin jetzt live. Yay. Seit 2 Minuten 20. Und Pong hat es immer noch nicht gemerkt. Ja. Ich warte noch ein bisschen mit dem nochmal entschuldigen, weil jetzt gerade ist ja noch niemand dabei. Ah, da ist Pong. Danke sehr. Oh, Gott. Kann bitte das andere ganz hoch gescrollt sein? Hier. Ist es schon? Oh, ist es schon. Ja, gut. Guten Morgen, Ernst. Guten Morgen. I'm sorry. Ja, ich habe wohl ein bisschen verschlafen. Danke. Ich war auch nur kurz wieder. Also das heißt kurz. Ich hab gegen 17 Uhr gedacht, boah, damit ich später für den Stream dann wach bin und nicht halb beim Wegpennen, lege ich mich mal eben kurz für eine Stunde hin. Komm, ich mache mir noch einen Wecker an. Und dann bin ich mit dem Handy in der Hand eingeschlafen. ja. und bin eben wieder aufgewacht. Deswegen hört sich meine Stimme vielleicht gerade auch ein bisschen rauer an als sonst, weiß ich nicht. Das sollte sich bald widerlegen. Ein Ja, ich schieb das tatsächlich jetzt noch auf das Boostern. Und damit ich jetzt gleich richtig wach bin, hab ich sogar. So, neben dem Wasser, was ich natürlich auch habe. Es geht ja nicht, dass ich kein Wasser da habe, während ich streame. Das ist ja nicht möglich. Habe ich auch noch ein Energy. Ey, komm. Okay, ich krieg die Flasche nicht auf. Hilfe. Okay.
Ich habe mich noch nie so selten, so sehr wie irgendwie klischee-mäßig schwach gefühlt. Aber außer dir nicht mehr vorhandene Müdigkeit, außer der nicht mehr vorhandenen Müdigkeit geht's dir aktuell soweit gut. Ja, ich wurde tatsächlich richtig niedergeschmettert mit dem Fieber. Das ist, glaube ich, weg. Ja, toll, meine Hand ist gerade kalt. Die andere ist auch kalt. Perfekt. Ja, das sollte weg sein, das Fieber. Vor allem, ich habe ja am Freitag den Shot bekommen und abends war ich dann so, ja, mir geht's doch wundervoll, das ist doch alles super. Hab den Stream beendet und bin schlafen gegangen und morgens um 7 hatte ich dann Schüttelfrost. Yay! Ja, so viel dazu. Zu symptomfreie Impfung. So, dann kommt das hier mal hier zur Seite. Hab ich jetzt nicht? Nee, natürlich habe ich nicht. So. Genau. Aber ich kann das ja nicht auf mir sitzen lassen, dass ich nicht streame. Das ging mir so ähnlich. Der Booster hat am Tag nach der Impfung richtig reingehauen, statt Fieber. Samt Fieber und Kopfschmerzen. Ja, die Kopfschmerzen habe ich immer noch ein bisschen. Also jetzt gerade tatsächlich nicht. Also eben beim Aufwachen. Was erstaunlich ist, weil... Ich mache mir noch einen Chai-Tee. Hört sich gut an. Dir auch eine gute Besserung noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade war. Jetzt bin ich rausgekommen. Ach ja, genau. Normalerweise habe ich jedes Mal, wenn ich mich aufsetze nach dem Schlafen, unglaubliche Kopfschmerzen gehabt. Jetzt die letzte halbe Woche noch. Das war jetzt gerade nicht. Könnte daran liegen, dass ich in Panik aus dem Bett rausgesprungen bin. Okay, es gibt keine... Okay, die Cutscene war so leise. Wahrscheinlich, weil sie weder als Musik, Audio, noch Dialog, sondern als Gesamt gilt. Ist jetzt meine Vermutung. Machen wir mal alles zwei leiser, das zwei lauter. So. Ich glaube, das ist so in Ordnung. Ich hoffe nur, dass die Katze mir jetzt nicht die Ohren zu dröhnt. Okay. Fahren wir fort, den Bär zu läutern nach 9 Minuten im Stream. Nachdem ich eh schon so spät angefangen habe. Ich erinnere mich. Wir waren hier. Boah. würde ich nicht einfach immer das Titelbild nehmen? Als Screenshot wäre das gerade so ein schönes Thumbnail. Ganz abgesehen davon, jawohl. Ich würde gerade sagen, dass es vielleicht nichts mit dem Bär-Level zu tun hat. Aber, ich meine, wir gehen ja danach auch zum Wegbereiter und der soll ja da oben sein. Also, ja. Tut mir leid, wenn meine Nase gerade noch ein bisschen... Die Farben sind gerade richtig schön. Ja, das sind sie wirklich.
Wenn meine Nase noch ein bisschen zu ist oder so. Ich glaube, das wird sich legen. Lösen. Ah. Bisschen trinken und irgendwas. Die Eiskegel. Aber kurze Frage. Wir haben ja einmal vom Hirsch unten oben zur Schlange geschaut. Am Anfang. War da das Schlangengebiet nicht in Schnee und Eis? Oder irre ich mich da? Habe ich mich da vertan? War das nicht ein Eisgebiet? Oder war das von Anfang an das Gebiet hier, in das wir reingeguckt haben? Weil Schnee war bisher nirgends. Schnee sehe ich hier jetzt zum ersten Mal. Ha. Weiß ich nicht. Okay, sollen wir da runter? Ich glaube, es soll da runter gehen. Aber ich will da rüber. Eigentlich. Eigentlich will ich hier oben bleiben. Schnee hattest du... Oh Gott! Ha! Einmal in den Chat schauen und schon runterfliegen. Nee, Schnee hattest du... Okay, gucken wir kurz den Bär an. Woher? Der sieht aus wie eine Hexe. Nee, Schnee hattest du auch schon in höheren Gegenden der anderen Plateaus. Stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, das kann sein, aber ich glaube nie am Rand von dem Schnee. Oh Gott. Okay, ich fand Schnee schön bis jetzt. Das nimmt einem ja die ganze Sicht. Nervig. Jetzt bin ich raus wieder. Nie am Schlangenhirschgebiet, glaube ich. Okay, jetzt ist die Frage, sollen wir uns erst hier oben umschauen? Okay, das sind Jump Pads. Cool. Neue Sache, wir haben Jump Pads. Oh. Whee. Okay, hätten wir uns nicht wegbewegt, wäre der jetzt da, wo wir sind. Wieso breitet der sich so komisch aus? Kommt der auf uns zu? Er kommt auf uns zu! Okay, er kommt auf uns zu. Warum kommst du auf uns zu? Das ist nicht gemacht. Das ist... Das... Nee. Nicht nett. Nein, er kommt auf uns zu. Ah! Die anderen haben das nicht gemacht. Jetzt tschüss, Five. Wir holen dich gleich wieder. Hi, Kumo. Dass Kumo Menschenhände hat, ist gruselig. Hi, Kumo. Na, Kumo, wie geht's? Oh Gott, ist der weit weg. Ich dachte gerade, der wäre nah, aber... Nee. Hi, Kumo. Wieso hat er gerade in unsere Richtung geschaut, obwohl... Wieso kann er in alle Richtungen schauen? Konnte er gerade in alle Richtungen schauen? Wenn ja, ist das gruselig. Der macht mir irgendwie Angst. Wieso ist der so auf mich zugestopft gekommen?
EE, nicht F. Oh. Five, na? Kumo ist gruselig, oder? Ja, komm, wir besiegen jetzt den großen Bruder. Also, ich nehme immer noch an, dass Five der kleine Bruder von den allen ist. Das ergibt einfach Sinn. Oh. Ah! Jedes Mal vergesse ich, wie herzerwärmend das ist. Okay, wo sind wir? Warum bist du auf uns zugekommen? Machst du das jetzt die ganze Zeit? Wäre nicht nett. Okay, ein Bärentempel, glaube ich. Wie ich durch kann. Gemeinheit. Biete einmal Echse? Echsenzeichen ist das, glaube ich. Kann das einfach sein, dass die einfach irgendwie Zeichen haben? Und der Fluch hat sie in ein Wesen verwandelt, das aussieht wie ihr Zeichen? Oder so? Ich meine, keine Ahnung. Oder die Zeichen sind erst gekommen. Nachdem... Nee, aber das kann nicht sein. Weil die wurden ja schon... Oh, ein Schneefuchs! Wolf. Wie? Wo bist du? Der ist nicht da. Das ist doof. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal den Bär nochmal. Ups. Hallo? Ja, das ist nochmal der Bär. Oder? Ja. Okay, aber es fehlt uns immer noch eins. Wir haben hier den. Okay, er wandert nur noch normal. Sehr schön. Hast du Kopfschmerzen? Nee, gerade tatsächlich nicht. Einfach nur eine Nase gerade. Was ein bisschen nervt. Aber das ist, glaube ich, nur eine. Zu eine Schlafnase. Quasi. Ah. Ja. Hätte ich erwarten müssen. Okay. Es sei dir, ist. Ja. Ist, ja. Hier muss noch Taurus hin. Yay. Achso. Jump! Oh, der Jump. Das neue Jump-Ding ist so cool. Okay, gucken wir mal nach. Guten Tag. Na, wie geht's? Guten Tag. Das erste Bärensymbol. Das sieht aus wie ein Bär. Und eine Kiste. Ich hoffe, ich bekomme nicht noch Kopfschmerzen. Ich kann mir tatsächlich leider gut vorstellen, dass ich momentan einfach noch in dem Du bist enttäuscht? Was? Warum bist du enttäuscht? Warum bist du enttäuscht? Hilfe? Ich hab gar nicht mehr gemacht. Tut mir leid. Ja, ich war im Gedanken gerade bei Kopfschmerzen. Und ob Kopfschmerzen noch kommen. Tut mir leid. Ich werde ab jetzt wieder mir machen. Ich werde ab jetzt die christlichen. Dinge, die mir angeboten werden, wieder genießen. Ups. Miau. Miau.
Boah, du hast mich gerade kurz erschrocken. Hey. Und wieso sind hier Jump-Boosts? Ich kann mich hier oben hinstellen. Oh. Oh. I like. Aber ich will das, glaube ich, nicht über das Teil drüber machen. Ganz abgesehen davon, dass ich auch da... Das ist wahrscheinlich der Bosskampfort. Okay, wir haben den Bosskampfort gefunden. Nehme ich jetzt mal so an. Momo ist eine Katze. Wieso bin ich hier eine Katze? Also, ja, aber warum? Oh, das ist so cool. Okay, gucken wir uns hier mal um. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich noch nicht wirklich was drin machen kann. Und Fall. Aber ich will einmal reinschauen. Oh, wenn ich überhaupt reinkomme, ja, tue ich. Okay, das ist schon ein bisschen gruselig und das sieht doch nicht aus, als wäre das der Bosskampf. Da sind Schalter drin. Und wo komme ich an die Schalter ran? Schaffe ich's? Oh Gott, die Musik. Weil du gesagt hast, dass du Miau sagen musst. Ich muss Miam sagen. Miam, Miam, Miam muss ich sagen. Also, Miam, Miam, also futtern. Also, ne? Ich aufessen. Das meine ich. So, mal schauen. Ich sollte da drüber springen können. Nein! Was? Aber hier komme ich auch so drüber. Glaube ich. Wenn ich den richtigen Winkel erwischte. So. Sag ich doch. Nächstes Auge. Und jetzt fehlt nur noch das da drüber. Ich bin so doof, dass ich einfach rausgegangen bin. Also, ich möchte einmal hier rein. Da hoch. Ja. Vorsichtig hier rüber und gucken, ob ich hier lang oder da lang. Bis da lang komme ich da hier lang. Hui, nicht drüber hinweg, bitte, danke. Und das dritte. Hallo Schweini. Hab ich nicht jetzt alle? Nee, ich hab nicht alle. Waren hier unten mehr als drei? Ah, ups. Clever kann man sein. Alles dasselbe. Miauen, miam. Ja, miauen tue ich ja auch manchmal. Einfach an Spaß, an der Freude. Ups. Ernst, ich habe gestern, glaube ich, was Neues gelernt. Nämlich, dass der Firefox gar kein Fuchs ist. Sondern dass Firefox anscheinend vom Japanischen direkt übersetzt ist und eigentlich Roter Panda heißt.
Ist das noch aktiviert? Ich glaube, das ist noch aktiviert. Nee, das ist doch der. Bin ich drüber? Nee, ich bin nicht drüber geflogen. Ha! Sind wir ein roter Panda? Ja. Schön, das wusstest du schon. Firefox ist besser als Chrome? Ja, der Meinung bin ich auch. Na komm hier, große. Ja, komm, wir streichen hier einmal die Flammen von den Federn, dann geht's dir wieder gut. Kannst noch wieder fliegen. Ne? Jupsen, ganz klar. Ja. Ich nutze tatsächlich auch Firefox. Und das eine Mal, dass ich das nicht benutzt habe, habe ich Opera benutzt. Ja. Okay, wir haben die Teile beseitigt. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es hier trotzdem jetzt schon was gibt. Das sieht eher einfach nur nach einem Berggipfel aus. Doch, da oben ist was. Okay, da oben ist was. Aber es kann doch nicht sein. Ah, da ist eine Erinnerung. Nein, da ist keine Erinnerung. Ich habe mich schon wieder trollen lassen. Es kann aber doch nicht sein, dass hier in keiner der Bergspitzen irgendwas ist. Türme, meine ich. In keinem der Türme. Außerdem Hauptturm da drüben. Nee, das ist auch nichts. Und der vierte Turm ist auch leer. Welle? Nehmen wir oben die Mitte oder nehmen wir einfach hier den einfachen Weg? Ich glaube, wir nehmen den einfachen Weg. Hi. Bitte was? Du bist auch der Meinung? Damit habe ich nicht gerechnet. Sorry, aber Oprah ist noch schlechter als Chrome. Ja, okay. Wenn du der Meinung bist. Ups, nein, das ist heute nicht. Okay. Von wo kommen wir? Wohin will ich? Wir kommen nicht von da drüben. Wir kommen, glaube ich, von irgendwo da. Kommen wir von da? Wir kommen von einer Seite, wo es einen Berg gab, wo ich auch lang hätte können. Ergibt Sinn, oder? Okay, die Teile sind cool. Das ist wirklich das Gebiet von oben. Das ist so cool. Was, du willst den Adler nicht streichen? Psst. Ich habe einmal kurz ihm Hallo gesagt. Ich habe ihm Snack zugesteckt. Das hast du noch nicht gesehen. Komm, das ist so cool. Ich muss das nehmen. Ich muss den Weg nehmen. Eigentlich wollte ich darüber erst, aber der Weg hier ist super cool. Auch wenn wir jetzt ein bisschen langsam unterwegs sind. Wir haben doch eigentlich das schneller Fliegen gelevelt, ne? Ja, und selbst ohne das schnelle Fliegen könnte man hier lang fliegen, weil wir ja gerade mal bis zur Mitte von dem in dem Teil unter sinken. Jetzt bin ich gespannt, wie wir ankommen. Ha, auf der Erde. Ha! Sorry. Okay. Da will ich hoch.
Da möchte ich hoch. Oh ja, da will ich hoch. Das... Ich weiß nicht, ob ich da hoch will. Ich glaube, ich will da doch nicht hoch. Nee, ich will da noch nicht hoch. Das sieht aus, als wäre das der Weg nach oben. Weil das sieht aus wie der Turm. Sein fucking Ernst! Entschuldigung. Soll man nicht sagen. Aber wenn er genau dahin springt, wo ich hin will. Also wirklich exakt. Ist das doch wohl frech. Also das war jetzt echt frech. Frechheit. Huh. Nein. Oder doch. Da ist irgendwas, oder? Da glitzert's. Hi, hier ist ein Wildschwein. Okay. Nichts hinterm Wasserfall. Du kannst ruhig mehr beleidigen, ist doch etwas Tolles. Wie das Wildschwein da hingekommen. Wie ist das Wildschwein da hingekommen? Geschwommen! Cyber. Geschwommen. Wir haben es ja nachziehen, da kannst du immer schon mal was sagen. Wir beide darauf eingehen, schön. Komm, flieg. Danke. Ja, deswegen habe ich so spät angefangen. Ich wollte fluchen. Ich habe eigentlich gar nicht verschlafen. Ich habe extra spät angefangen, damit ich fluchen kann. Einmal hier rein, bitte. Ich brauche immer wieder hier so. Okay, hi. Wow, ist das glitschig. Rutschig. Hui. Okay. Hallo, Bärending. Wir haben da vier Sachen. Aber nicht wirklich irgendwas, was anzeigt, was wie... Hier ist was, aber von wo? Du bist der Bär. Also nehme ich jetzt einfach mal an, das hier ist der Bär. Nein, falsches Ding. Das da bitte. Hier ist jetzt der Bär. Vergiss übrigens deine Maske nicht. Ah, ja, denke es ja. Da ist es. Ja, hier ist noch was. Das ist die Echse. Inzwischen sehe ich darin auch nur noch die Echse, auch wenn es keine Echse ist. Dann haben wir hier nochmal den. Nee. Doch, das ist nochmal der Bär. Der Bär kommt so häufig vor. Nein. Kann ich bitte? Nein, danke. Nein. Nicht die Schlange. Nicht die Schlange. Der Bär, danke sehr. Und wo ist das letzte? Da oben. Das ist die Schlange. Nein, nicht Taurus. Nein, ja, dahin. Die Schlange. Danke sehr. Ja, puff. Da. Hey! Wo sind wir hier drin? Sind wir hier. Also, das kann ja nicht das Skelett vom Bären sein, weil das Bärenskelett taucht immer erst dann auf. Also das Skelett von demjenigen, wenn wir das Gebiet fertig haben. Und nochmal specially extra fertig haben. Denn ich bin die Schlange. Oh, warte, jetzt habe ich meine geheime Identität fallen lassen. Aha. Okay. Wenn du meinst. Hast du denn einen leckeren Apfel vielleicht?
Boah, jetzt habe ich Appetit auf einen Apfelhandelschnee. Voll. Sei gezähmt. Ja, er ist gezähmt. Ist das schön. Okay, ich kann nicht mehr sprinten. Hallo, weiterer Schneewolf. Sei auch gezähmt, bitte. Bitte. Komm her. Putt. Oh. Wer mich ausgetrickst hat. Ich hab keinen Sprint mehr. Komm jetzt her. Wo ist mein anderer Schneewolf hin? Ich bin hier nur hin und her gerannt. Der ist weg. Bin ich gerade doof? Ist der wieder zum Unvertrauten geworden oder wie? Hat der andere Schneewolf mir den abgeluchst? Oder rennen die jetzt gerade eh schon weiter mit mir? Ich check's nur nicht. Keine Ahnung. Hi? Ich hab die Schneewölfe verbuggt. Hallo! Ah, der war nicht vertraut. Der ist jetzt vertraut. So, und ich muss hier eigentlich nur auf den warten, bis der umkehrt. In der Zeit nehme ich mir ein bisschen Stamina. Und alle beide sind vertraut. Hey, hier kommt der. Wollt ihr immer kuscheln? Ja? Nee, wollen sie nicht. Sind keine Kuschlingtiere. Okay, gut. Dann werde ich euch leider zurücklassen. Oder auch da runterbringen. Den beiden geht's gut. Alles gut, den beiden geht's gut. Die haben auch keinen Fallschaden. Wie ich. Okay, da oben war nichts. Hier drüben ist doch bestimmt. Stimmt irgendwas, ja, genau. Dachte ich mir doch. Ach ja, die Maske sollte ich vielleicht häufiger einsetzen. Bin ich da noch vorbeigelaufen oder war das nach dem Ort, wo ich vorbeigelaufen war? Ist es jetzt wirklich einfach im Kreis? Nein, pfui, aus, falsches Ding. Das da, das da, das da. Komische Sache. Ja gut. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst vor Schmetterlingen. Okay, ich werde es erstmal aktivieren und einmal gucken. Oh. Ist gar nicht so schlimm. Ist echt nicht schlimm. Okay, okay. Aber ich würde gerne mit Karaho los. Habe ich das? Okay. Oder auch nicht mit Karaho los?
da bin ich durchgesprintet. So, das da. Und das da. Ups, das da. Das da. Und tschui. Eins fehlt. Ich hab da hinten was übersehen. Nein! Okay. Machbar? Hä, da oben? Ich kann nicht hochlaufen. Oh, ups. Ja gut, dann werde ich da gleich ja noch hochlaufen. Ich muss nicht mit Karacho los. Ich will aber mit Karacho. Nee, ich will eigentlich nicht mit Karacho los, sonst verpasse ich den ersten nur. Kann ich den bitte einsammeln? Oh, hier ist ein Lager. Mit Kiste. Hallo? Ich werde lassen, danke sehr. Jetzt das hier. Und das hier. Da diesmal nicht übersehen. Und das da. Und das. Hey, I did it. Nimm, 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 nimm. Ja. Ich noch einen Teil des Momentums irgendwie über hatte, nachdem ich von dem Teil weggekommen bin. Was mir bisher... Danke sehr, danke sehr. Was mir bisher in diesem Gebiet ein bisschen fehlt, sind Story. Stellen. Dieses Klettern ist so cool. Und... Kletterkletter. Oh, hier ist Kletter, 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 Kletter. Ist da oben überhaupt irgendwas oder gehe ich gerade komplett sinnfrei da hoch? Irgendwie kann ich nicht aufwärts sprinten anscheinend. Oh, okay, doch, kann ich. Miau, miau. Das fühlt sich so komisch an. Welt fühlt sich gerade sehr gekippt an. Ah, die Welt hat sich so gekippt angefühlt gerade. Ich bin hier nur hin, weil er eben hier war. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Warum ist er hier hochgegangen? Well, dann halt nicht. Können wir rutschen? Hui! Ah, das ist cool. Geschafft, weiter. Noch weiter, schnell. Nimm Fahrt auf, ja. Hui! Oh, das ist cool. Hui! Und wir sind wieder unten. Okay, das war super cool. Hallo, ich hab da drin. Okay, er hat sich wieder einfach auf den Berghang gesetzt. Ich glaube, er mag einfach den Berghang. Vielleicht rutscht er da auch gerne rum. Wie wir? Vielleicht? Weiß ich nicht. Okay, die Ecke hier haben wir aber grundsätzlich das. Ja, die Skelette habe ich auch alle. Moment, eine letzte Sache noch. Einmal so weit aufsteigen, wie es geht. Und so. Ah. Ja, das sollte alles sein. Dann gehen wir wieder darüber.
Und einmal zwischenlanden, bitte. Duppi duppi dupp. Nutz die Zeit kurz, um einen Schluck zu trinken. Okay. Aber echt unfair, dass der einem einfach das 10. nimmt. Den 10. Jump. Denn jetzt 10 Sprünge hätte er uns nicht einen weggenommen. Okay, was ist das? Das ist auf jeden Fall das, was rot geleuchtet hat. Oh, hier ist eine Kiste. Darf ich? Das ist der Wegbereiter. Das ist der Wegbereiter, der 4 Krieger bei sich hat? Sollen das die 4 Kinder sein? Und da haben wir unsere 10. wieder. ups. Nichts gesagt. Cool. Was ein Timing. Ich liebe es. Ich finde es schön, dass die hier so viel oben gemacht haben, weil klar, man kann halt davon ausgehen, dass man viele, viele Flügelschläge inzwischen hat. Dann ist es umso schöner, weit oben Dinge zu machen. Ich war gerade richtig verwundert. Was? Da habe ich was übersehen? Da ist rot? Ja, nee. Nicht so ganz. So, Kumo. Ah! Erinnerung. Okay, da muss Feuer hin. Gut, dann werden wir da Feuer hinbringen. Aber ich möchte mir bitte einmal erst die Erinnerung durchlesen. Also, erst die Tafel, so. Das Wohlwollen des großen Kumo wird nur durch seinen Zorn übertroffen. Jenen, die es verdienen, ist er ein guter Freund. Alle, die es nicht verdienen, sollen vorsichtig sein. Okay. O großer Sauro, erhöre unser Gebet. Wir widmen dir dieses Blutopfer in der Hoffnung, dass du uns den Sommer und dem Land die Wärme zurückbringst. Oh, oh nein, Kumo ist hier. Vergib uns, Kumo. Okay, also, der wurde von Kumo gekillt. Er ist anscheinend der Gott des... weiß ich nicht. Der Gewalt, der Gerechtigkeit, weiß ich nicht. Und die Leute haben anscheinend keinen Bock mehr auf den langen Winter hier oben. Und haben deswegen... Ist Sauro der Wegbereiter gewesen? Ich habe viele Jahre lang zum großen Kumo gebetet, aber er gibt seinen Segen nicht und das Plateau bleibt ohne Wärme. Wenn wir Sauro opfern müssen, um die Wärme zurückzubringen, dann erhält halt er unsere Opfergaben. Der Gottesmörder hat unseren Glauben wahrhaftig auf die Probe gestellt. Sauro war die Exe. Die Exe, ja klar. Und die war vom Winter, von Sommer und Wärme und Licht und so, ne? Aber die müssen Sauro opfern, um... Hä? Entweder sie beten jetzt Sauro an oder sie haben Sauro geopfert. Die Kälte hat Kumos Großzügigkeit erfrieren lassen, doch seine Eifersucht lodert nach wie vor. Einen solchen Zorn habe ich noch nie zuvor erlebt. Okay, eifersüchtig und großzügig. Warte mal, das wird automatisch voll anvisiert. Die da ja nicht. Ich gucke da drauf, nichts passiert. Ich gucke auf das drauf und das ist direkt fertig. Ich kann das einfach antippen. Und ich fliege hoch. Da, schon wieder. So kann ich mir einen Superjump holen, quasi. Nein, Jump, 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 Jump. Sorry. Okay, wir haben hier Feuer. Wir haben hier Feu. Welches Feuer können wir alles
damit anvisieren. Das da hinten? Das da hinten? Das da hinten nicht. In die Richtung ist ein Feuer irgendwo? Nope. Das da hinten. Ja, das will. Aber das da hinten müsste doch auch gehen, oder? Das ist zu weit weg. Wohin aimst du? Wieso aimst du nach da unten? Geh nach da oben. Nein. Okay, ist zu weit weg. Anscheinend. Okay. Da, von da nach da? Oder von da nach da? Ich glaube, wir müssen von da nach da machen, weil... ich kann nur hier wirklich stehen. Hip, hip. So bist du so cool. Ich liebe es. Jetzt ist die Frage, kann ich mich hier herstellen und auch andere Richtungen? Ne, eher weniger. Okay. Geht der Winkel? Ja, der Winkel geht auf. Foi, foi, foi. Und nochmal ein Teil, was so tut, als wäre es eine Erinnerung. Und hier möchte ich, glaube ich, drauf. Ja, hier möchte ich drauf. Ein Tempel des Kugel. Drei Stück angemacht sogar da mit. Ja. Nochmal zwei Stück angemacht. Hallo, Reh. Na? Okay. Das war cool. I like. Aber ich glaube, ich muss sogar den. Ah, ne, nevermind. Upsa. Ich will aber noch die letzten beiden anmachen. Ah. Holen wir uns erstmal den Bären. Oh, das geht von oben. Das sollte vielleicht von oben gehen. Hui. Von hier aus, jetzt in dem Winkel... Ah ne, das darf ich nicht anvisieren. Wow. Okay, okay, okay. Ich will das da und das da noch anzünden. Von wo kriege ich das hin? Vielleicht von da oben. Von hier. Nein. Hier? Ich glaube, das geht nicht so weit. Kann ich die in der Luft fliegend anvisieren? Aber das bringt mir nichts. Kann ich das doch von da unten machen? Das passt irgendwie nicht, weil das im Weg ist. Das Teil da ist im Weg. Ich will die letzten beiden auch noch anzünden. Ich weiß noch nicht wie. Ich kriege das ja irgendwie angezündet. Das im Winkel. Kann ich mich da vielleicht einfach direkt daneben stellen? Ganz vorsichtig zur Seite laufen. Der Winkel. Ja! Vielleicht auch der Winkel? Okay, nee, der nicht. Und so komme ich dann nicht lang, aber das kann ich vielleicht dahin. Nein. Heiliger Cyber! Du willst gerade wohl alle deine Punkte ausgeben, hä?
bist vorsichtig. Nein. Anderer Winkel, bitte. Ja, wir haben alle. Oder? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nichts passiert. Ja, wir haben alle angezündet. Wow. Ich dachte, das sieht nochmal irgendwas Extrenes. Den fühlt sich gut an, habe ich gerade schon. Das hast jetzt all deine Punkte ausgegeben. Nice one. Danke sehr. Ja, komm. Machen wir mal den ersten Turm. Ich habe ja 4 Abzeichen. Nicht alle, aber nicht mehr genug, um es noch einmal zu machen. Ja, das hört sich doch gut an. So, Erinnerung. Die Streitkräfte des Wegbereiters sind in den Schrein des Schwertes eingedrungen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Kein Mensch sollte so viel Macht besitzen. Der eine wahre Weg kann die Zerstörung nicht wert sein, die das hier mit sich bringt. Ist das da oben der Schrein des Schwertes? Der guckt zumindest in die Richtung. Ja, dann werden wir auch noch in den Schrein des Schwertes eindringen. Und abgeben. Ich finde es tatsächlich interessant, dass zwar beim ersten, beim Hirsch, musste man immer nur 1 finden. Was der Marsch ist noch immer deaktiviert. Ah, ja, danke. So. Nicht mehr. Viel Spaß. Beim ersten musste man immer nur 1 abgeben und bei allen weiteren bisher sind es 2 gewesen. Musik? Ist alles okay bei dir? Da ich da jetzt doch noch nicht hin kann, weil das Vieh da ist, gehe ich zu dem Vulkan-Ding. Und die komplette Gegend habe ich schon. Sehr cool. Und von da kann ich da hochspringen. Cool. Hallo Vulkan. Das sieht wieder aus wie ein Nicht-Fliegen-Ding. Weiß ich nicht. Scheint aber zu funktionieren. Außer es ist hier unten. Na, er fliegt noch. Das ist ein bisschen gruselig. Es sieht auch... Ist das die Bosskampf-Arena? Wieso habe ich das Gefühl, als würde ich jetzt schon ein Boss kommen? Ja, das ist die Bosskampf-Arena. Okay, der Vulkan ist die Bosskampf-Arena. Ich mag es nicht. Ein Vulkan? Bosskampf-Arena? Really? Ah. Okay, ich muss wieder raus. Oh, wie gemein. Kommt man hier überhaupt raus, wenn man keine 10.000 Flügelschläge hat? Also 10. Ja, man braucht 9 Flügelschläge, um da rauszukommen. Aber vielleicht gibt es irgendwo unten einen Ausgang. Ja, da unten, das sieht, oder? Vielleicht? Weiß ich nicht. Wäre ja gemein, wenn man reinfällt und nicht mehr wieder rauskommt. Alle sind feier so schön. Ja, das ist immer schön. Ist noch... Jetzt rede aber noch fertig. Ja, hab ich? Habe ich noch fertig geredet? Hoffentlich. Wenn nicht, sag mir, hilf mir nochmal mit dem Faden. Bitte, danke. So, darf ich jetzt da hoch?
hinten ist rot. Warum ist da hinten rot? Aber warte mal, ist das der Ort, wo ich hin wollte? Nee, ich glaube nicht. Es gibt das Sprung, Sprung, Sprung. Ich wollte da zu dem Turm dahin. Komisch. Jetzt ist es nicht mehr rot. Manche Sachen sind nicht rot, obwohl ich mir sicher bin. Das ist so cool! Okay. Ich will immer noch zu dem Turm da oben. Obwohl ich mir sicher bin, dass es dort noch was gibt, wie zum Beispiel da oben. Da ganz oben. Obwohl, das kann ja der Weiterweg sein. Es kann sein, dass es deswegen nicht rot ist. Weiß ich nicht. Okay, gehen wir mal aus Klingen raus. Okay, und sehen schlechter. Ich würde es eigentlich machen, damit ich besser sehe, aber gut. Oh, ich hatte sogar noch fast alle Flügelschläge. Bestimmt hast du das noch gesagt, geantwortet, fertig geredet. Ja, hoffen wir mal. Gott, das ist ein Schneesturm. Knapper als gewollt. Hi! Turm des Schwertes? Hui! Hallo Erinnerungen! Okay, gucken wir uns erstmal die Tafeln an. Tempel des Schwertes, sieht sie so aus. Oh Gott! Freunde und Freundinnen, euch verdanke ich alles. Als ich gefangen war, habt ihr mich befreit. Als ich von der ignoranten alten Garde belagert wurde, habt ihr an meiner Seite gekämpft. Als ich tödliche Prüfungen bestehen musste, um die Maske der Uralten zu bekommen, halft ihr mir weiter. Und jetzt, als ich in das Geisterreich eindringen wollte, um mir dieses Sonnenschwert zu holen, habt ihr mir den Weg frei gemacht. Es wird Zeit, dass ich diese Taten erwidere. Ich muss uns auf den einzig wahren Weg bringen. Aber dazu muss ich euch erzählen, was ich sah, als ich die Maske der Uralten trug. Als ich sah, was die Großen sehen. Ich erblickte das schreckliche Chaos dieser Welt. Sie wurde aus dem Chaos geboren, aus ihm geschmiedet und von wankelmütigen Gottheiten regiert. Ich hatte geschworen, dass ich einen Weg für euch finden würde, aber die Maske verriet mir, dass es auf dieser Welt keinen Weg gibt. Wir haben also keine andere Wahl, als sie erneut zu erschaffen. Diese Welt muss enden und an ihrer Stelle muss eine neue geboren werden. Eine Welt, in deren Zentrum der eine wahre Weg steht. Okay, er will die Welt zerstören. Mit dieser Maske und diesem Schwert habe ich jetzt die nötige Macht, um ein neues Reich zu erschaffen. Aber zuerst muss diese Welt enden. Und man kann das Ende einer Welt nicht herbeiführen, wenn deren Gottheiten noch am Leben sind. Ihr kennt mich schon seit sehr lange als Wegbereiter. Aber diesen Titel muss ich nun ablegen. Jetzt muss ich zum Gottesmörder werden. Es wird Qualen und Leid geben, große Qualen, aber es wird sich lohnen. Ihr habt mir eure Zeit, euren Schweiß und euren Glauben geschenkt. Jetzt muss ich um euer Blut bitten. Diese Maske und dieses Schwert sorgen für meine Göttlichkeit, aber sie machen mich nicht stärker als es die Großen sind. Wenn ihr euch in meinem Namen opfert, gebt ihr mir die Macht, die ich brauche, um mich weit über diese Gottheiten des Chaos zu erheben. Ihr gebt mir die Kraft, die ich brauche, um zum Gottesmörder zu werden. Legt euch also auf diesen heiligen Boden und schließt eure Augen. Wenn ihr sie wieder öffnet, dann werdet ihr euch auf dem einen wahren Weg wiederfinden. Ja, gut. Ja, deswegen ist alles tot. Es war die größte Freude meines Lebens, den Wegbereiter zu unterstützen.
Es ist ein Geschenk, zu wissen, dass auch mein Tod dem dienen wird. Ich bin an ihn gebunden und er an mich, auf ewig. Nein, ist er nicht. Er will ja alles zerstören, quasi. Klar, er will es neu aufbauen, aber wie will er wissen, dass er danach das richtig aufbaut? Gar nicht. Nach meinen alten Maßstäben betrachtet, folge ich dem Wegbereiter erst kurze Zeit. Aber ich weiß nicht mehr, wer ich war, bevor ich zu ihm kam. Wer auch immer ich einst gewesen bin, mein altes Selbst vermisse ich nicht. Ich habe mein Schicksal gefunden. Dein Schicksal zu sterben? Du vermisst es nicht, dein altes Selbst, ja? Dass das gelebt hat? Ah, meine Klinge ist stumpf. Ich habe so viele Männer für den Wegbereiter getötet. Das war es wert. Ich weiß, dass es das wert war. Es muss es einfach wert gewesen sein. Ja gut, der redet sich das halt einfach nur ein. Weil sonst wäre er ein Vielfachmörder ohne Grund. Ich will das nicht tun. Ich bin nicht bereit. Der Wegbereiter braucht bestimmt nicht unser aller Blut. Er kommt sicher ohne meins aus. Aber wenn ich verschwinde, wird er mich finden. Und dann wird er sich mein Blut nehmen. Ja, da ist jetzt endlich mal eine ehrliche Seele, die Angst hat. Der einzig wahre Weg ist eine Parabel. Die erste Hälfte meiner Reise endet hier. Die zweite Hälfte werde ich in der neuen Welt beginnen, in der ich auf dem einen wahren Weg wandern werde. Wenn du meinst. Ich weiß, dass der Weg... Gottesmörder die Kraft braucht, die ihm unsere Opfer geben. Und ich weiß, dass unsere Sache eine gerechte ist. Aber woher weißt du das bitte? Danke. Ich wünschte nur, es scheint nur so, als dass die Gefolgsleute stets Opfer für die Anführer bringen. Wäre es doch nur umgekehrt. Machen das nicht die Götter? Die bringen doch gerade allesamt Opfer. Oder haben schon die ganze Zeit Opfer gebracht auch. Welch ein Segen es ist, einen Sinn zu kennen. So lange Zeit irrte ich ziellos und suchend umher, ohne zu wissen, dass die Welt sich gegen mich verschworen hatte. Der Wegbereiter hat mich eines Besseren belehrt. Ich bin so dankbar, dass sein Weg den meinen gekreuzt hat. Komm nicht her, pfui, nein, kusch. Hier. Ich habe Nimue geliebt. Viele Jahre betete ich sie an und sie erwies sich jetzt gnädig. Aber sie stellte sich gegen den einen wahren Weg. Ich wünschte, es gäbe eine andere Möglichkeit. Sie erwies sich dir als gnädig, Junge. Und du hast sie verraten. Du hast sie verraten. Okay. Ja gut, dann gucken wir mal in den Schwerttempel rein. Anscheinend hatte er danach irgendwie göttliche Kräfte oder so. Hinter dieser Tür wartet unermessliche Macht. Aber gib Acht, wenn du die Macht des Schwertes nutzt, dann nutzt diese Macht auch dich. Das hört sich ein bisschen gruselig an. Der Mondbogen und das Sonnenschwert sind die beiden mächtigsten Waffen. Ich krieg den Mondbogen! Er hat das Sonnenschwert und ich bekomme den Mondbogen! Sind die beiden mächtigsten Waffen, die je im Reich der Menschen Blut vergossen haben. Einzige ihre Schwester kommt diesen Waffen gleich. Ihre Schwester? Oder je nachdem, der Mondbogen kommt dem Sonnenschwert gleich und der Geschichte des Pfadfinders! Ich habe ein Achievement bekommen. Ach, nein. Okay, ich kann mir es aber nicht anschauen, weil Steam ist gefreezed. Okay. Hier war das Sonnenschwert. Bekomme ich den Mondbogen? Ich würde gerne den Mondbogen haben. Ich will den Mondbogen haben! Bitte! Ah, jetzt.
Jetzt hat's geladen. Wow, das funktioniert nicht. Finde alle Geschichten über den Pfadfinder. Okay. Ich finde, Pfadfinder hört sich nicht richtig an. Es muss Wegbereiter bleiben. Warte mal, also der Mondbogen, es war zwar jetzt gerade vom Mondbogen die Rede, aber es wurde nicht gesagt, dass der Mondbogen hier ist. Es wurde nur gesagt, dass die beide existieren. Hier ist Pfeifei. Machen wir mal Pfeifei. Danke sehr. Du hattest 3 Versuche gebraucht. Hi? Ist der Grüne gerade einfach über meinen Kopf drüber geflogen? Da drüben ist doch gar nicht mehr dein Gebiet, Kumo. Oder doch? Ah, vielleicht muss ich da mal bei Gelegenheit runter. Okay, der Mondbogen ist doch wohl noch nicht hier. Doch wohl noch nicht hier, ja. Was ich schade finde. Hätte ich gern gehabt. Okay. Haben wir da unter mir direkt was? Da ist was. Aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas Besonderes ist. Ups. Doch, das ist ein Schmetterling, oder? Oh. Das war so perfekt. Oh, das war so gut gerade. Okay. Gut, schauen wir mal. Niemand, es will. Okay, es will doch nicht da, wo ich dachte. Hallo? Hierhin, nur um sicher zu gehen, okay. Dann dahin. Dann hierhin. Und dann hier runter. Bitte, bitte. Gott! Ah. Okay, first try. Easy. Easy. Okay, da ist auch noch rot. Aber nee, das ist ganz weit weg rot, glaube ich. Ja, das ist ganz weit weg rot. Danke, danke, danke. Du gibst jetzt einfach Applaus für alles aus, hä? Hüpf, hüpf. Oh, das war kein Hüpfer. Bei den Teilen denke ich mir immer so, hä, bekomme ich was, wenn ich hier jetzt im Slalom durchrenne? Oh Gott, ich werde zu schnell, wenn ich da im Slalom durchrenne. Und her, und hin, und her. Nein, ich habe nichts bekommen. Schade. Junge! Kumo! Ich wollte da gerade hin. Das ist nicht nett, Kumo. Das ist nicht nett, nur weil ich einmal Slalom gegangen bin. Unfreundlich. Kann man da oben hin? Ja, da oben kann man hin. Ja gut, dann gehen wir jetzt da oben lang. Komme ich bis... So komme ich nicht bis ganz hoch. Nein. Gott, ist das eine Enge. Okay, dann fliegen wir jetzt irgendwie darüber. Wir schaffen das. Vielleicht? Ja. Ja, wir schaffen es. Ja! Okay.
Ja, ich habe das nie, nie angezweifelt. Hallo! Hi, hi. Ach, schön. Ha, das passiert, wenn du mir einfach in den Weg gehst. Dann gehe ich halt andere Wege. Weil es gibt keinen Weg. Das ist das Schöne an dem Spiel. Es gibt keinen Weg. Ich kann jeden Weg nehmen, der wegig aussieht. Und auch jeden, der nicht wegig aussieht. Meistens. Häufiger. Hui! Ich glaube, das da wäre der eigentlich gewollte Weg gewesen. Aber tja, wenn er mir den Weg versperrt, den ich nehme... Warte mal. Ist er gerade von oben einfach den Berg hoch? Oder irre ich mich? Der ist doch jetzt weiter hoch in den Berg. Eben hat er das da unten versperrt. Frech. Errungenschaft freigeschaltet. Sternengucker. Ist das ein... Ist das ein Planetarium? Hi. Oh, so kann ich nochmal besser sehen. Das ist eine... Sieht eher nach einer Bibliothek aus. Eine Menge Schriftrollen hier. Anderen Seite. Ebenso. Und ein paar Tote. Warum will ich hier hoch? Oh, darum will ich hier hoch. Hierhin will ich. Und funktioniert das? Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein Gott, ist das schön gewesen. Oh, das war so. Das war. Gut. Was ist hier noch? Es kann doch nicht sein, dass hier nichts anderes ist. Die Jumpies sind so cool. Jumpy Jump. Aber sonst ist hier... Oh, Moment. Oh, ich verstehe. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht missverstehe ich das auch einfach. Nein, ich wollte nicht hoch. Ich wollte hier landen. Und hier landen. Oh, never mind. Ich brauche das nicht dafür. Ich brauche das. Habe ich den gerade einfach übersehen? Nee, der ist auf der anderen Seite. Okay. In welche Richtung? Ist, glaube ich, unbedingt. Oh Gott. Okay. Ich habe es noch geschafft. Okay, das habe ich aber nicht mehr geschafft. Schade. Okay. Ich glaube, ich darf die Jumpies hier nicht nutzen. Sonst fliege ich zu weit in die Luft. Und muss mich enorm runterfallen lassen.
dann das. Und nur noch das, soweit ich weiß. Komm schon, komm schon, komm schon. Didit. Ei, didit. Okay. Okay, das war's, glaube ich. Da oben ist noch mal was. Ach so, ja, nee, das Jumpy, also das Schmetterlingsding. Wörter und so, ne? Wörter. Okay, hier haben wir, glaube ich, ansonsten alles. Krass. Und er ist von oben wieder runter. Das ist ein bisschen nervig. Fliegen wir doch mal. Oh Gott, das sind ganz viele Jumpy Jumps. Ich hätte hoch Jumpy Jumpen können. Den ganzen Weg. Oh. Nur wegen dir habe ich das nicht gemacht. Oh Mann, oh. Das sieht so cool aus. Oh, vielleicht mache ich das gleich einfach nochmal. Einfach nur, weil ich es kann. Ich glaube, ich mache das nochmal. Das sieht so cool aus. Das sieht so spaßig aus. Ja, ich fange halt hier an. Und ich berühre extra den Boden nicht. Ich muss nicht mal fliegen. Ich benutze gerade den Adler nicht. Oh, das macht mir nicht so viel Spaß, wie es aussah. Okay, das ist super cool. Okay, das war super cool. Ich kann auch so wieder runter. The ground is lava. Danke sehr. Ja, es ist okay. Okay, das hat Spaß gemacht. Ja, er war da, dann ist er dahin, dann ist er wieder dahin und jetzt ist er nach da. Komisches Ding. Okay, was haben wir hier? Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht den Bogen bekommen haben. Ich würde gerne die Erinnerung da drin bekommen. Danke sehr. Mein Bruder und ich waren mutig genug, die Prinzipien nicht aufzugeben, an denen wir unser ganzes Leben lang festgehalten hatten. Und jetzt, weil er seine Gefühle nicht im Zaum gehalten hat, wird er hingerichtet. Es ist kein Zufall, dass sie mir eine Zelle gegeben haben, von der aus ich seine Hinrichtung im Dorf beobachten kann. Sie wollen nichts als grausam sein und sie haben ihr Ziel erreicht. Ach je. Armer Bub. Ist da noch was? In einem der anderen Türme? Nee. Der da ist kaputt. Da ist nichts drin. Da sind Schmetterlinge. Es sind enorm viele Schmetterlinge hier. Okay. Dann machen wir Schmetterling-Tour. Nur mal, ich weiß nicht, wie viel. So, hier oben drauf. Also es ist wirklich einfach im Kreis. Ringe-Ringe-Reihe. Oder so. Hey, we did it. Guten Morgen, Matt. Ich bin ja.
Ich bin sorry. Ja, Ernst gibt wirklich all seine Punkte für Applaus aus. Schön. I'm sorry, dass ich nicht, ja. Ne? Was ist der Schalter hier? Ein Kippschalter. Der hat was gemacht? Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Oh. Oh. Muss ich hier drin irgendwas machen? Nö, aber ich kann den mal rausholen. So. Dann den Kippschalter betätigen. Und die anderen Betten öffnen sich. Da hinten ist, glaube ich, nochmal eine Erinnerung. Hast du es richtig gesehen? Ja. Ich bekomme trotzdem mehr Punkte, als ich sie ausgebe. Okay, das ist doch interessant, dass man mehr Punkte bekommt, als man sie ausgibt, wenn man Applaus drückt. Aber hey, bist du nicht... Ja, du bist auch Sub. Das heißt, du kriegst mehr Punkte als Leute, die nicht gesubbt haben. Ich weiß nicht, wie das mit denen ist. Ich habe nichts erschwert. Ich habe nicht den Zugang zu dem einen wahren Weg versperrt. Ich habe lediglich eine direkte Art und Weise vorgeschlagen. Eine direktere Art und Weise vorgeschlagen, die Gottheiten zu töten. Die Werkzeuge des Gottesmörders machen ihn allmächtig, aber machen sie ihn auch allwissend? Okay, also wurde er eingesperrt, weil er dem Gottesmörder helfen wollte. Und die dachten, ja, nö, du willst uns das erschweren. Ah, ja, okay, so kriege ich das Feuer hier raus. Hallo übrigens. Kleine Teile. So, dann haben wir hier... Oh, kann ich das so auftauen? Ja, cool. Okay, also ich kann dadurch... da, mach nochmal... Bitte? Danke sehr. Trag das bitte ein bisschen weiter hier hin. Ja, perfekt. Und dann machen wir das da. Was uns was bringt? Die eine Seite erledigt zu haben. Und jetzt müssen wir bestimmt das irgendwie so machen, weil wir dann den da hierher holen und damit dann das Eis auftauen. Mhm. Ja. Danke sehr. Eis sollte aufgetaut sein. Und jetzt nochmal. Dadurch. Und. Yay! Ich spare wieder auf Singen. Oh Gott. Ach, Malte. Du hasst mich wirklich, oder? Okay, hier drin ist nichts weiteres. Da lang bitte. Okay, ich glaube, das Rätsel haben wir gelöst. Oder ist hier noch mehr drin? Nee. Warum das? Also das ist ein Gefängnis, ganz allgemein. Sieht man ja. Hier sind eine Menge Zellen, da sind eine Menge Zellen. Und der wurde da eingesperrt, damit er sehen kann, wie sein Bruder ermordet wird. Hingerichtet wird. Nur ein kleines bisschen, meinte er. Mhm. Ich hasse dich auch nur ein kleines bisschen. Ach man, ey. Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Die Ecke, da haben wir so einigermaßen. Sage ich und sehe zwei Sachen in die Richtung aufleuchten. Ich glaube, die sind einfach auf dem Boden. Und nicht in der Wand. Wieder mal. Gehen wir doch zu den Felsen da? Ja? Oh, ich habe kein... Ich habe keine Flügel mehr. Also keine Flügelschläge mehr.
aber glaube ich nicht so schlimm. Dann rennen wir halt einfach mal. Komm. Hier hin. Warte, ist hier oben was? Nee, nur ein weiterer Weg nach oben. Dahin, wo wir schon waren. Okay. Also, was haben wir hier? Warum hat Mubot mein Chat neu gestartet? Weiß ich nicht. Weil. Weil halt. So, wir haben hier Foifoi. Machen wir doch mal Foifoi an. Dann haben wir da oben. Und wollen das wo genau haben? Da drüben. Genau. Warum? Das weiß ich noch nicht. Hübscher Weg. Oder hinten wollen wir wahrscheinlich auch Käufer haben. Okay, da komme ich am Ende hin. Von da drüben. Oder ich soll das da rüberbringen. Ich glaube aber, ich kann hier drauf nicht stehen. Ja, wer meint? Ich habe nichts gesagt. Aber der will den Winkel nicht machen. Oh, oder doch? Doch, er will den Winkel machen anscheinend. Ich habe wieder nichts gesagt. Aber das nach da unten wird jetzt ein bisschen... Warte, stellen wir uns mal hierher. Nach da. Aim, springen und schießen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Well! Gewollt ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache es gerade falsch. Nee, kann doch nicht sein, dass ich es falsch rummache. Die wollen wirklich, dass man so spielt? Das ist cool. Das ist cool. I like. Ich find's cool. Oh, schön. Aber irgendwie bringt mir das nichts. Es bringt mir einfach nur, dass ich alle angezündet habe. Auf der Seite. Und auf der Seite. Hä? Okay, es bringt mir doch was. Mutig. Auf der Seite komme ich eigentlich nur an eins richtig ran. Und damit nochmal an ein zweites wahrscheinlich. Ja, der hat gerade versucht, das andere anzuvisieren. Ich würde aber gerne das da. Das. Okay, machen wir es von der anderen Seite. Es sind ja nur noch die beiden. Okay. Eins davon ist auf jeden Fall machbar. Aber das da nicht. Glaube ich. Nee. Was ist... Das muss tatsächlich von hier oben gemacht werden. Aber vielleicht von hier oben. Ja, das sieht korrekter aus. Wie es halt wirklich gewollt ist, dass man da auf der... Okay. Ich bin sehr impressed davon. Und ich fühle mich tatsächlich jetzt auch mal gefordert. Also ich fühle tatsächlich, dass das, was ich mache, auch was bringt. Also was gewolltes ist. Und nicht, dass ich... Also das ist... Die drehen nochmal auf mit der Schwierigkeit. Cool. I like. Also ich meine, ich mach's mir ja so oder so so schwer, aber ne? Ja, okay, ich sehe nichts, wenn ich das ausmache. Cool. Okay, gut. Was ist denn da unten? Einfach nur Boden. Ja. So sieht das nämlich aus wie Wasser, deswegen muss ich gerade nachschauen. Okay. Da oben ist doch noch irgendwo. Ja, genau, da oben ist was.
Okay, ich habe wieder mal keine. Und hier unten ist auch noch was. Dann machen wir erst das hier unten. Und gehen dann hoch, weil meine Flügelschläge sind gerade eh ein bisschen low. So. Dann gucken wir mal. Das war falsch, glaube ich. Ja, das war falsch. Ich hätte in der Mitte nicht mehr nochmal die Mitte machen sollen. Jetzt geht es nämlich nach ganz rechts, genau. Okay. Nein, das war falsch. Nochmal neu, bitte. Okay, weiter geht's. So, einmal nach da oben bitte. Ich bin sehr happy, dass... Ich unterschätze die Höhen gerade. ich bin sehr happy, dass er nicht gerade in der die Zeit genutzt hat, um da hochzugehen. Das hätte sehr zu Kumo gepasst. Und da hätte man auch kommen können. Das da hinten links, das sieht aus wie eine Erinnerung. Das ist aber keine. Ich hasse es. Okay. So cool. Okay. Generell kommt man hier lang komplett ohne Sachen. Ohne Flügel. Ah, okay, nicht komplett ohne. Den einen oder anderen muss man schon haben. Hier zum Beispiel. Hier würde man sonst nicht hochkommen. Aber da reicht einer. Da reicht ein Flügelschlag. Okay, was haben wir hier? Wir haben wieder Feufeu. Eine Menge Feufeu. Okay, das kommt von hier. Hallo! Okay. Sehr schön. Dann bringen wir mal das Feuer auf die Spitze. Ja, das war so geplant. Stimmt. Ist da hinten noch irgendwo Feuer? Nein. Dann gehen wir hier. Ja. Ah, da. No. Okay. Ups. Nein, ich wollte eigentlich Geschwindigkeit aufnehmen. Aber da hat keine Geschwindigkeit. So. So. Und jetzt habe ich alle? Ja, sieht so aus. Ist das eingefroren? Ah, da oben ist auch noch. Ups. Aber ist das hier eingefroren? Das ist eingefroren. Das ist doch eingefroren. Ich will das bitte defrosten. Ja, ich denke. Oh, oh, das war's. Ich dachte, ich müsste das defrosten, um da später drauf schießen zu können. Was bringt es mir denn, alle Fackeln anzumachen? Ich brauche nie alle Fackeln.
jetzt alle Fackeln an. Und was habe ich denn davon? Ich habe nichts davon. Oh, das hat sogar einen Doppeljump gemacht. Komm. Ah, okay. Diesmal habe ich was davon, alle Fackeln anzumachen. Das ist aber das erste Mal. Und natürlich kommt es das erste Mal, nachdem ich mich so ordentlich beschwere. Mhm. Oh Mann. Oh, Verbindung zum Chat war kurz unterbrochen. Komisch. Komisch. Okay. Gut. Das haben wir ja da unten. Das haben wir hier oben. Haben wir das hier oben komplett? Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon. Gut, dann gehen wir da runter. Weil der war gerade rot. Ja, genau. Ja. Ich finde schön, dass ich so dieser einen Sache treu bleibe. Ups. Nämlich, wieder sehr, sehr knapp. Nämlich, immer erst einmal aus dem Rund drumrum. Schieß. Was? Dafür habe ich das jetzt. Ist das der Weg nach da oben? Ich glaube, das ist der Weg nach da oben. Well, da bin ich aber schon hin. Da will ich nicht gar nicht nochmal hin. So, was haben wir da unten? Oh, ouch. Okay, wir haben hier drei Sachen. In der Mitte ist der Bär, links ist die Echse und rechts ist die Sneak. Sneak Snack. Und zwar anscheinend in der richtigen Reihenfolge. Ja. Sneak. Nein, Sneak Snack ist richtig. Ach, egal. Drehen wir es halt einmal im Kreis rum. So, und da dann den Bären. Habe ich. Ah, never mind. Da muss die Sneaky Snake hin. Weil das ist das Niedrigste. Denn das Zweithöchste ist, was hatte ich da? Echse, ne? Nein, nicht Bär. Nein, nicht Taurus. Der eigentlich ein Hirsch ist, Echse. Hallo! Na? Njam, njam, njam. So Riesenteile, drei Teile einfach für ein Ding. Das ist, krass. Ja, das ist krass. Im Mund ist nichts, oder? Nee. Sieht nicht wirklich so aus. In keinem der Münder. Okay. Dann haben wir da nochmal weitere Bärchis. Und da oben ist noch was. Ich habe es hier oben auch so ein. Es müsste doch eigentlich ein Dorf geben. Bisher gab es auf jeder Ebene ein Dorf. Ich habe gerade. Ich weiß nicht warum, aber. Also, ich weiß schon warum. Aber ich habe gerade irgendwie so ein kleines bisschen Skyrim-Feeling von der Atmosphäre. Aber tatsächlich erst jetzt, warum auch immer. Vorher überhaupt nicht. Was auf dem Weg? Nö. Aber hier komme ich hoch. Hui, hui. Habe ich gerade was übersprungen? Möchte ich hier oben sein? Weiß ich nicht. Ich gehe mal hier hoch.
Warum möchte ich hier oben sein? Ist ein Weg nach oben? Warum ist hier ein Weg nach oben? Was ist da oben? War ich da oben schon? Nee, da oben war ich noch nicht. Das ist ein Baum. Ist das cool! Ah! I love it! Okay. Kein Jumpy-Jump mehr. Nur noch ein... Ich gehe schnell um den Berg rum. Und wer hätte es gedacht? Noch ein Jumpy-Jump. Okay. Oh, schöner Baum. Okay. Wir haben hier... Kann ich mich da drauf stellen und er hebt's hoch? Ja! Ha. Nein, aber er muss es ganz hoch heben. Er muss es ganz hoch heben, weil ich muss runterfallen und... Dammit. Nochmal. Okay, komm. Ups, ich will da einmal. Ich will da bitte einmal drauf. Okay, dann nicht. Gut, dann machen wir wieder den Weg. Einmal nach oben, bitte. Danke sehr, danke sehr. Und das einzige Problem war, dass ich die falsche Sache anvisiert habe. Please let me anvisier das hier unter mir. Ja. Okay, erste Seite fertig. Och nö. Kann ich ihm nicht sagen, dass er das nach oben... Also irgendwie hoch? Nee, kann ich anscheinend nicht. Okay, gut. Hups, na komm. Ja. Einmal nach oben, bitte. Ich finde die Art von Aufzug auch sehr cool. muss ich sagen, das ist sehr cool. Uff, aber jetzt muss ich... Wie? Ich meine, es ist ja nicht so, als könnte ich das irgendwie... Nein! Damn it! Okay, okay. Okay, fast. Es war tatsächlich fast. Ich hätte es fast geschafft. Okay, ja, wie gesagt, Schwierigkeitsstufe ist hoch. Okay, einmal wieder hoch. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. So, Warten, jetzt. Ja! We did it. Okay. Oh, mehr Story. Okay, fangen wir links an. Selbst ein als Neugeborenes war Kumo groß und mächtig. Er war unbändig und wollte am liebsten ständig ringen. Ja, okay, er ist wirklich des Kampfes. Aber war nicht Soma, also die Echse, war die nicht auch von des Krieges? Oder war Soma dann doch letztendlich nur Handwerk? Und das eine Mal, dass ich verwirrt war, war eigentlich von Kumo die Rede. Weil hier war ja jetzt auch von Soma die Rede. Waren die beiden verfeindet, Echse und Bär? Also, ne? Geschwisterzwist? Aber es machte keinen Spaß, mit seinen Geschwistern zu ringen. Soma. Hieß der Soma? Ich weiß nicht, wie er hieß. Soma? Die Echse? War die Soma? Kumo ist der Bär.
Nas, Nies, Nos. Etwas mit S war die Schlange. Und den Namen vom Hirsch habe ich schon lange wieder vergessen. Mein Adler heißt Five. So. Ah, oh. Wenn ich auf den Chat schaue, statt auf den Bildschirm. Cernus war der Hirsch. Cernus war schüchtern. Nimue war die Schlange. Hochmütig und Sauro kämpfte zu wild. Es war Sauro. Soma, wer ist Soma? Woher habe ich den Namen Soma gerade? Wo ist Soma her? Den habe ich nicht erfunden. Ich habe den irgendwie aus irgendeiner der Geschichten herausgekramt. Ich weiß nicht, nicht aus dem Spiel. Ja, das schon. Ich glaube aus irgendeinem Hörbuch. Oder aus irgendeinem Anime. Ich weiß es nicht. Egal. Cernus war schüchtern, Nimue hochmütig und Sauro kämpfte zu wild. Aber ist das nicht... Hä? Also ist Kumo nicht wild? Sondern... Was? Kumo liebte es jedoch, mit den Tieren zu ringen. Aber schnell war er viel größer als selbst die Größten unter ihnen. Und er hatte niemanden mehr, mit dem er spielen konnte. Oh. Also würden wir später mit ihm spielen. Adlermutter wollte die Einsamkeit ihres Sohnes lindern. Also ließ sie viele Tiere des Plateaus heranwachsen, sorgte dafür, dass sie über die normale Statur hinauswuchsen, sodass Kumo Freunde hatte, mit denen er ringen konnte. Und genau aus diesem Grund finden wir heutzutage auf dem Plateau so viele riesige Knochen. Das erklärt's. Aber dann sind seine Freunde ja auch alle schon längst gestorben. Dann hatte er aber auch schon länger keine Freunde mehr. Mit denen er dann ringen konnte. Hm. Okay. Ich find's schön, wie man so langsam die Story ist. Also, ich muss dir zustimmen, was du letztes Jahr gesagt hattest, von wegen, dass man so langsam nach und nach die Story erklärt bekommt. Das ist wirklich cool. Wie da zum Beispiel jetzt. So, dann gucken wir doch mal hier unten nach. Nevermind, gucken wir doch mal nach da. Das sind zwei Dinge, die ich sonst übersprungen hätte. Du kommst später. Erst kommt das, dann kommt wahrscheinlich das hier direkt unter mir. Okay, wir machen erst das hier direkt unter mir. Wow! Da sind wir etwas schnell gefallen. Guten Tag, guten Tag. Wie geht's so? Hier ist ein Durchgang. Okay, ich dachte, das wäre was Kleines, aber... Oh, das war knapp. Das ist cool. Okay, wir haben hier Schmetterlinge und... Schon das zweite Viel-Miam-Miam-Miam. Wir haben jetzt schon zwei Viel-Miam-Miam-Miams. Hallo, zweites Viel-Miam-Miam. Oder gab's das? War das andere eher nur... Nee, das sind zwei. Das sind zwei, vier Miam-Miam-Miams. Okay. Auch hinter mich. Wow. Ich möchte bitte hier starten. Hier weitermachen. Da weitermachen, nach da hinten gehen, hoffen, dass ich da hinten... Okay, da habe ich doch was übersehen. Das ist gut, dass ich nachgeschaut habe. Ist da unten unter der Brücke was? Ja.
Und noch das da. We did it! Wir haben es fast geschafft. Wir haben bald noch ein Level. Das haben wir nicht eben erst ein Level abgeschafft? Danke sehr. Wir hatten doch gerade eben erst ein Level ab. Okay, ich akzeptiere es mal. Ah, ja, ja, das hier war der Weg und dann habe ich den einen Weg genommen, der nach oben geht, statt den anderen Weg, der hier zur Seite ging und dann war ich oben. Ja, ergibt Sinn. Den Weg, der nach oben geht, statt den, der zur Seite geht und dann war ich oben. Mhm. Momologisch alt. So, oh, oh, ja. Well. Jetzt haben wir 11. Es war aber gar kein langes, lautes, krasses Wusch-Ding. Geräusch. Zeug. Ding. Was es sonst immer ist, wenn ich ein Level up habe. Ah. Tag, also hier ist 3. Ich kann das verschieben. Ich kann das hier in beide Richtungen verschieben. Das hier auch? Ja, okay. Okay, dann machen wir das hier mal ganz weit nach hier. Ja. Und dann müssen wir das in der Linie dazwischen. Ja, das ist richtig. Und jetzt noch das da. So, passt das? Ja. Sollte auch nicht passen. Oh, ja, keine Ausdauer mehr. So. Einmal. Oh, hier. Das ist ein bisschen schlankförmig. Aber passt schon. Oh, well. Ja, gut. Das ist schon wieder nicht mehr miam gemacht. Ich hab miam gemacht, glaube ich. Glaube ich. Ich. Doch, bestimmt. Bestimmt habe ich miam gemacht. Okay. Ich kann ja nicht. Ja. Ja. Ich mache ja auch nicht jedes Mal. Glaube ich. Ich mache es aber relativ häufig tatsächlich. Okay. Wo ist das, wo ich hin wollte? Wo ist das, wo ich hin wollte? Da! Da oben. Da wollte ich hin. Ich hab's tatsächlich unbewusst gerade gemacht. Oh. Glitzerschneeberg. Cool. Erinnerung! Erinnerung! Ja, Erinnerung. Ups, nein, ich wollte eigentlich genau das Gegenteil machen. So. Hallo, Erinnerung. Ich höre Kumus furchtsames Gähnen. Angesichts seiner Größe und Stärke vergisst man es leicht. Aber unter den Gottheiten ist er ein Kind. Ein gütiges und mächtiges Kind. Aber dennoch ein Kind. Ah ja, klar. Er ist der Jüngste. Der Hirsch ist ja der Älteste. Kumus Schlaf ist tief und das Land ist friedlich. Hütet euch vor jenen, die ihn wecken wollen. Er wird nicht ruhen, bis sein Frieden wiederhergestellt ist. Ja. Dafür gibt es sogar ja Sprüche. So von wegen Bär im Winterschlaf und so. Wecke kein Bär im Winterschlaf?
geht der Spruch nochmal? Ich habe ihn vergessen. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier nochmal... Oh. Wir haben hier nochmal Geld. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Vom Wegbereiter diesmal. Aber warum sind hier so viele Statuen vom Wegbereiter? Also immer wieder. Auch. Nicht nur hier oben, sondern das war ja... Es gab immer wieder welche. Ich frag mich, ob er vorher auch irgendwie sowas war wie Freund der Götter oder sowas. Warte, das war's? Das ist einfach nur das Geld, was da lag? Es ging einfach nur um das blöde Geld? Schon wieder kein Miam. Ja, sorry, ich habe darüber nachgedacht, von wegen, ob der Wegbereiter schon vorher quasi wichtig war. Dann gehen wir mal darüber, weil da können wir ja nicht weiter. Wir gehen tatsächlich mal nicht nur am Rand lang. Ich schmecke gerade wieder Blut. Was nicht ganz so praktisch ist. Ich habe eigentlich jetzt schon länger kein Blut mehr geschmeckt. Ich dachte, das wäre vorbei. Oh, guten Tag. Machst du mir einen Windstrom, der nach oben geht? Wahrscheinlich. Wer hätte das denn erwartet? Ich komme bis auf die... Aber da will ich gar nicht, ich will da drauf. Sehr schön. So, einmal nach ganz oben auch nochmal gucken. Nichts, okay. Okay. Nichts. Und jetzt vorsichtig. Runter. Da glaube ich nicht, dass da nichts ist. Hier ist ein Auge. Hier ist ein Auge. Ja, hier ist ein Auge. Njam. Extra für dich ernst. Okay. Das sieht aus wie die Leute vom Schwerttempel. Die sahen da auch so drin aus. Wie der hier. Oh, ich frage mich, ob ich den Mondbogen noch bekomme. Und ich frage mich, was das mir bringen wird. Also wie cool das sein wird. Oh. Erinnerungen. Ziegelsteine, Mörtel, Glas, Stein, Gold. Die einzige Komponente, die der Schrein und Schrein des Gottesmörders noch benötigt, ist Blut. Und es ist mir eine Ehre, sie darzubringen. Wow. Achso, das ist ein Schrein des Gottesmörders. Okay. Dieses Monster, diese Bestie, diese Weltenzerstörer. Ich werde noch meinen letzten Atemzug darauf verwenden, dieses Denkmal des Gottesmörders an sein eigenes Ego zu zerstören und die lästerlichen Schreine dieses falschen Gottes zu entstellen. Okay, und wie entstellt er das? Hier, an diesem letzten Heiligtum, das in diesem Reich geweiht werden soll, danken wir dem, der unsere Welt neu gestalten wird. Wir danken dem Gottesmörder. Okay, im Kreuz. So, einmal bitte hier. Na, nur ein bisschen. Ja, dahin. Danke sehr. Und dann nehmen wir mit. Hier. Nein, das war ein bisschen zu weit. Ja, perfekt. Oh,
Ich bin dumm. Komm her. Hier, put, put. Ich war ein bisschen nicht clever. Machen wir mal erst das hier rüber. Und dann holen wir das her. Dann kann ich nämlich hier stehen. Und... wow. Dann halt so. Okay, noch ein Bär. Wo will ich hin? Da hoch? Zu dem Doggo? Ist das ein Bär? Soll das ein Bär sein? Sieht so aus, als wäre das... ist das nicht der Eingang gewesen? Glaube ich. Okay, gehen wir einmal hoch. Wo ist der Windstrom? Hier ist der Windstrom. Zum Überblick bekommen und so. Ja, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Was auch immer das ist, da war ich noch nicht. Kommt mir so vor, als könnte ich da noch was machen. Das gucken wir uns gleich mal an. Das Teil da. Und gehen dann weiter... zum Hund? Ja, zum Doggo. Beiden Doggos. Ne, das sind Adler, oder? Sind das die Adler? Keine Ahnung. Sie sehen aus wie Doggos. Das sind Adler, okay. Okay, was warst du? Hab ich dich vielleicht schon gelootet, als ich reinkam? Wenn das hier der Weg nach drinnen war? War das der Weg nach drinnen? Guten Tag, das ist eine Statue vom Gottesmörder. An der nichts ist. Okay. Dann gucken wir nach da drüben. Das da hatten wir schon gelootet, genau. Aber wir sind nicht nach da oben. Ui. Ach, das ist das hier. Okay, Recharge. Und hoch. Hallo, danke. Okay, Recharge. Und dann kann ich das, glaube ich, ganz hoch machen. Flügel flattern. Nein. Okay, dann fliegen wir halt darüber. Mist. Schaffen wir es noch da hoch? Nein. Damit. Ja, ist halt schon ganz schön hoch. Hier oben. Mensch, wer hätte das gedacht? Das ist hoch hier oben. So. So, und von hier aus sollte ich easier da hochkommen. Erstens sollte ich laufen können. Oh, mein Sprinten ist alle. Upsi. Ich kann von einer Seite auf die andere, glaube ich. Oh, das sieht so cool aus. Warum geht der Wind da noch höher? Warum geht der Wind so krass nach oben? Oh, verdammt. Da muss es weg. Ja, okay, dann gehen wir halt wieder hierher. So. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Gott, ist das anstrengend, da hochzukommen.
Okay, so viel zu, man kommt hier überall lang. Schon ganz schön tief hier unten. Was? Wo unten? Man kommt nicht überall hin ohne Flügelschlingen. Aber ich glaube, das ist auch eine Ausnahme. Weil das ist ja auch... So, okay, never mind. Man kommt hier hoch. Einfach den falschen Weg genommen. Ups, und bin unten gegen das Seil gekracht. Okay, hier haben wir ein großes. Njam, 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 njam. Was mir nicht noch ein Level abgibt. Wir sind fast auf der Höhe von dem Teilding. Und das sieht so aus, als würde das darüber gehen. Waren wir da schon? Nee, das ist das, was so aussieht wie er, oder? Glaube ich. Ich glaube, das war das eine, wo wir noch nicht waren. Da waren wir auch noch nicht. Da ist was. Okay, also machen wir die beiden jetzt und dann gehen wir dahin. Zu dem Teil da. Weil sonst übersehe ich das. Sonst werde ich das da nie wiedersehen. Ja, es sind Adler. Hier ist eine Kiste. Okay. Auf der einen Seite eine Kiste und auf der anderen ein großes Block. Nimm, nimm, nimm. Heilige Das ist sehr groß. Das ist sehr groß. Und das sieht sehr cool aus. Boah, sieht das cool aus. Okay, gibt's auf der Seite noch irgendwas? Auch ein Aufweg. Da unten waren wir, glaube ich. Ja, das leuchtet nicht. Den ganzen. Da hinten ist der Berg. Oder vielleicht waren wir da auch nicht, aber dann ist es nur ein Luftstrom, der einen hochbringt. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Jetzt dein Ernst! Kumo! Kumo! Kumo hört uns zu. Kumo hört uns zu. Da habt ihr den Beweis, dass Kumo uns zuhört. Ich komme zwar oben auf den anderen Adlerkopf. Ich glaube, ich kann da nochmal draufstehen. Aber da, wo ich hin wollte. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wärst du so nett und würdest dir einen anderen Weg suchen? Einen anderen Ort, bitte? Danke. Das sieht schon sehr cool aus. Vielleicht greift er uns ja jetzt sogar auch an, einfach. Nee. Sind weit genug weg. Boah, ist das cool. Oh, ich mag halt Rot. Ich mag halt Rot einfach, die Farbe. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Farbe Rot quasi aus den Göttern rausnehmen. Und die alle blau werden. Ich will mal ein Spiel, wo die Götter rot sind. Und wenn sie verseucht sind, sind sie grün oder sowas. Und man muss sie wieder rot machen. Wird es aber wahrscheinlich nicht geben. Rot ist eher die Farbe des Bösen. Des ach so Bösen und Schlimmen und Gefährlichen und was auch immer. Boah, cool.
wir das nochmal rausmachen. So sieht das gar nicht so cool aus, aber grün, orange, gelb und weiß. Also, weiß. Okay, dann müssen wir später auch nochmal hin. Uns fehlen noch zwei Türme, glaube ich, ja. Der da und der da. Und noch einige Sachen. Wie wir das da halt einfach gelöst haben. Also, ja, nee, der Vulkan ist ja auch der Bosskampf. Ich habe mich selbst verwirrt. Ich dachte gerade nochmal, das wäre der Bosskampf, aber... Nein. Ah. Die Musik, die Atmosphäre. Das Ausschauen. Tatsächlich ist... auch so lila-schwarz in Videospielen stark mit Bösen und Fäulnis assoziiert. Lila-schwarz? Ja, dann halt lila-schwarz böse und rot gut? Vielleicht? Aber rot, ich glaube, es gibt nicht wirklich ein Spiel, in dem so ein krasses, intensives Dunkelrot-Ding wie eben das gesehen wurde, als gut assoziiert wird. Ich glaube, das gibt es einfach nicht. Was ich schade finde. Das Orakel antwortet nicht auf meine Rufe. Also warte ich. Ich habe mein ganzes Leben lang auf einen Sinn gewartet. Ich kann noch ein paar Tage länger warten. Das Orakel, okay. Das Adler-Orakel oder wie oder was? Wie kann... Nein! Es muss noch mehr geben. Das kann nicht das Ende sein. Das kann nicht die Antwort des Orakels sein. Das kann nicht! Was hat das Orakel denn geantwortet? Hätte ich fast übersehen, die Statuen hier. Hi. Ah, okay. Ein Nicht-Fliege-Ding wieder mal. Okay. Da oben ist Eis. Hier ist eine Plattform. Was sagst du? Diese naiven Narren. Ich bin kein Orakel. Ich wollte nichts als Abgeschiedenheit. Sie kommen zu mir, um Antworten zu erhalten. Als ob ich ihnen sagen könnte, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ich kann keine Antwort geben, die es gar nicht gibt. Niemand kann einem anderen vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Das ist interessant. Wahr. Oder sagen wir, niemand sollte es einem vorschreiben. Ah, warte, das geht nicht. Ja, stimmt ja. Okay. Puh. Ich schaff das. Huh, ich hab's geschafft. Huh, ich bin stolz. Ich bin sehr stolz. Nein. Okay, ich muss es nochmal schaffen. Ist noch was? Was sagt der? Ich bin der, den sie das Orakel nannten. Ich blickte jenseits dessen, was die meisten anderen erkennen können. Aber selbst jene, die erblickten, was ich erblicke, können nicht jedem Orientierung bieten. Es gibt nicht nur einen Weg, der richtig für alle ist. Ja. Das stimmt. Deswegen ist der Wegbereiter ja auch falsch. Ja, Five. Bald, Five. Okay. Sprung. Wow. Oder auch nicht. Nochmal Anlauf nehmen. Gucken, ob alle wieder da sind. Ja. Blödes Teil!
Wie habe ich das eben so easy geschafft? First try. Ich brauche Feuer. Okay, ich krieg das hin. Ich hab's hingekriegt. Okay. So, und hier machen wir jetzt Baby-Steps. Also springen hier drauf. Dann machen wir einen Baby-Step da drauf. Dann machen wir einen Baby-Step da drauf. Und einen da drauf. Oh Gott. Das sind keine Baby-Steps, das sind Riesen-Steps. Die so tun, als wären sie Baby-Steps. Okay. Alles gut. Ist es aus? Sind beide aus? Oh, ja, beinahe nicht. Hast du gut gemacht, Five. Hast du echt gut gemacht. Hast du wundervoll gemacht. Ja. Brav gemacht. Super. Ne? Haben wir super gemacht. Ja. Schön. Oh. Hat sie ihm gerade einen Bussi gegeben? Sie hat ihm gerade einen Knutscher gegeben. Oh. Hast du irgendwo ein Special Point wieder? Ja, komm. Ich habe schon lange dein Special Point nicht mehr gestreichelt. Wo ist denn dein Special Point? Ich finde ihn gerade nicht. Ah, da ist er. Ja. Ja. Ach. Ah. Schön. So. müssen wir noch irgendwo irgendwie Feuer hinmachen? Können wir nicht wirklich, nee. Oder ich kann das noch nicht. Ich muss jetzt erst das da nehmen. Das da hinmachen und dann kann ich da Feuer drauf machen. Wie gesehen. So muss es aber ein bisschen einfacher jetzt. Und Pfeffer! Yay! Die Orakelhöhle. Sehr cool. Ist da oben was drauf? Da oben ist was drauf. Ha! Kiste! Du kannst dich nicht verstecken! Yummy! Nein, ich habe nicht gegähnt. Bestimmt nicht. So. Ja, genau. Da ist das Teil, wo ich dann doch nicht hingegangen bin, weil ich dachte, okay, da geht's dann weiter nach da oben. Was wahrscheinlich auch stimmt. Da ist ein Turm. Das hier haben wir jetzt. Hier oben. Das, was ich meinte, das werde ich nie wieder finden. Was halt auch stimmt. Dann gehen wir doch mal in die Richtung. Gucken uns den Turm da an. Und schauen, was das ist. Was wir da bekommen. So. Okay, machen wir wieder aus. Ich mag die Farben hier nicht so gerne. Liegt vielleicht aber auch daran, dass so viel im... Also wäre es ohne den ganzen Nebel, Schnee, was auch immer, fände ich es, glaube ich, cooler. Oh, das war so eine sanfte Landung. Oh, warte. Was? Ist das ein Dropperschuss? Ja, versuchen wir es mal. Der nicht. Ja, der hat anscheinend, ja, einen Dropperschuss. Ah, shit. Beautiful. Aber es ist doch nicht nur ein Dropperschuss, oder? In dem Turm. In dem Turm ist doch nicht nur ein Dropperschuss. Oder? 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 Oh, oder?
Well, I guess, doch. Na gut, dann gucken wir mal darüber. Da waren, glaube ich, noch nicht. Ja, genau. Da nicht und da nicht. Ein riesiges Tal, wo wir da anscheinend noch nicht waren. Oh. Ist das ein Damm? Ein gebrochener? Ja, oder? Ein gebrochener und trotzdem hält der noch irgendwie. Wie auch immer. Hi. Hi. Na? Slurp. Ja, okay. Ist hier unten noch was? Nee, nur Glitzerschnee. Okay, dann gucken wir uns mal den Damm an. Hier stehen zwei Statuen. Mal ganz kurz gucken, ob auf der anderen Seite hier noch Statuen stehen. Nee, dachte ich mir auch schon, aber ich wollte nur sicher gehen. Da steht noch eine Statue. Hier ist die fehlende Statue. Die habe ich nämlich gesucht. Okay, was haben wir hier? Schon wieder fast ein Level. Okay, wir haben hier Feuer weitergeben. Die irgendwie sehr weit am Rand stehen. Ja, nee, das kann ich vergessen. Und da ich auf dem blauen Eis nicht stehen kann, da gerade in der Mitte, glaube ich auch nicht, dass ich hier stehen kann. Nee. Ich werde durchs Eis durch. Oh, warte. Oh, ja! Ich habe das Feuer angemacht. Damit kriege ich vielleicht die anderen an. Ja. Nein. Ja. Und dann darunter? Nee, ich will darunter, bitte. Ich darf da nicht runter aimen. Darf ich von hier aus darunter aimen? Vielleicht, bitte? Nee, nicht wirklich. Ist irgendwie hinter mir? Nee. Ja, nervig. Warum ist da unten ein Augending? Ah, weil da nochmal eins Ah! Darf ich das an... Ups. Darf ich das anvisieren, das da hinten? Hallo? Nein, nicht das. Ja! Sehr schön. Jetzt darf ich nicht aus dem Modus raus. Und auch nicht sprinten. Sondern muss hier hin und jetzt so schießen, bis ich das Richtige anvisiere. Ja. Ja, und nochmal. Habe ich es an? Ich habe es angezündet. Ja! Okay, sehr schön. I did it. Oh, warte mal, das bleibt. Momo mit mehr als nur 0,0 mm Abstand zur Fackel läuft das Zielen besser.
Nein, das funktioniert auch so. Na, das Problem ist... ja, vielleicht. Vielleicht. Vielleicht hätte ich von hier aus besser eben können. Aber das Ding ist, das aimt halt auch die Teile an. Also die sind so oder so Schädlinge quasi. Schadensgeber. Also Ablenker. So. Zwei Kisten. Lecker. Das haben wir gelöst. Da hinten ist nochmal rot. Ah ja, weil Vulkan. Haben wir hier im Tal noch irgendwas zu sehen? Nicht, soweit ich sehen kann. Okay. Dann fliegen wir hier mal weiter. Der Vulkan ist egal. Der ist eh Ende. Da ist nur der Turm. Da! Da ist rot. Dann gehen wir da hin. Wieso ist da rot? Waren wir da nicht? Das ist ein Dorf, oder? Und knapp drüber. Hallo, Wölfchen. Na? Zähm schon. Werd doch endlich gezähmt. Ja, danke. Komm her. Hier, komm. Hier, fein. Wir sind ganz brave. Okay, und tschüss. Das tut mir so leid. Ich freue mich erst mit dem anderen hintereinander leiden zu lassen. Und wer kann halt leider nicht fliegen. Ich frage mich, ob man sich auch mit Vögeln anfreunden kann. Dann können die einen mit einem fliegen. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier zwei. Wir haben da eine Erinnerung, die ich mir anschaue. Hallo? Ich war ein Mönch. Was wusste ich schon vom Schmieden? Ich habe mich für den Gottesmörder geschunden. Ich fertigte Rüstung und Waffen an. Ich war der Ansicht, meine neue Rolle angemessen auszufüllen, bis ich versuchte, dieses Zink einzuschmelzen. Ist Zink giftig in Massen? Diese Schmiede ist dem Gottesmörder geweiht, damit seine Streitkräfte die Waffen erhalten, die sie brauchen, seine Macht zu stützen. Können wir nicht einfach seine Macht stürzen? Stattdessen? Okay, gut. Also, Ziel von diesem Gebäude hier. Das Teil in der Mitte aufzutauen und nach oben zu heben. Was ist hier drin? Eine Kiste. So, was haben wir da in der Seite? Da in der Seite ist auch nochmal was drin und hier in der Seite... Boah. Da ist das der Eingang. Mal schauen. Springen wir mal hoch. Hier ist nichts drin. Tatsächlich. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich halt wirklich nicht erwartet. Aber da drüben ist was drin. So. Aber wahrscheinlich, damit man beide absucht. Ist in einem nichts drin und in dem anderen schon. Nehme ich jetzt mal so an. Okay, gut. Dann haben wir hier quasi alles, was ja? Mhm. Ne? Ja. Und dann gucken wir mal. Also, wir haben da ein Gewicht. Und das Gewicht brauchen wir, um es hier drauf zu stellen, um es hochzugeben. Kann ich dich das Eis so auch lösen? Ich werde
tatsächlich aber ganz kurz mal eine Pause machen, weil ich muss ganz schnell mal eben kurz pinkeln. Ich habe doch ein bisschen viel getrunken. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Mir ist gerade aufgefallen, warum ich nur noch 3 Zuschauer habe. Weil wir schon 1:13 haben. Hust, hust. Okay. Was können wir machen? Ist halt auch komplett auf mich verschuldet. Wir können das hier rüber machen. Warum wollen wir das darüber machen? Warte mal. Moment. Ich würde das da gerne drehen. Ah ne, wir brauchen das, um das da durchzumachen. Aber vorher... Ja, dann stelle ich schon mal dahin. So. Vorher brauchen wir Feuer hier. Nach da. Ja. So. Jetzt haben wir Feuer da drüben und dann Feuer auch nochmal zurück. Nein, 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 das da. Das da bitte. Und das einmal bis hierher bitte.
Noch ein bisschen. Danke sehr. Sehr lieb. Jetzt das aus dem Weg machen. Danke sehr. Dann haben wir da ein Gewicht und können das Gewicht hier drauf machen und haben wir es. Easy. Easy peasy Rätsel. Ups. So, und frisch, frisch, frisch. Weiterer Bär. So. Dann wir jetzt da wahrscheinlich alles haben. Außer dem einen Ort da. Dem da. Dem da hinten. Gehen wir mal darüber. Zu dem Adler da. Ach ja, genau. Ja, der Vulkan ist ja wie gesagt egal. Weil Bosskampf und so. Aber das da sieht wichtig aus. So. Ich muss noch zwei Türme anvisieren. Das sind vier Sachen. Heißt, wir haben jetzt schon sechs gesammelt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch weitere... Keine Ahnung. Wenn wir insgesamt brauchen wir wahrscheinlich wieder neun. Roundabout. Das heißt, wir müssen noch weitere drei sammeln. Nur? Krass. Der Turmwächter hat die heilige Pflicht, die Großen zu besänftigen. Sie sind diejenigen Sterblichen, die allen jenseits unseres Reiches am nächsten sind. Ihr Opfer erhält in diesem Reich das Gleichgewicht. Okay. Wieder Gefriesrohren, zwei Stück. Und wir brauchen wieder Feuer. Feuer ist hier oben. Haben wir nicht genau das Teil hier schon mal gemacht? Nur in minimal anders? Okay, guck. Ich stehe jetzt nicht 0,0 mm davor. Sondern weiter hinten. Bist du stolz auf mich? Ja. Wenn wir das auftauen, das andere wahrscheinlich von der anderen Seite. Oh Mann. Danke sehr, danke sehr. So. Das, und dann hier. Und piu, piu, piu. Und nochmal ein Ding. Und dann sind wir hier auch schon fertig. Das ging schnell. Einmal auf den. Das ist der Gottesmörder, oder? Ja. Sein Kopf. Bitte, danke. Okay, da hinten sind noch einige Sachen. Da. Ja. Ansonsten sind wir durch. Ja, krass. In diesem Gebiet bin ich mehr geflogen als in allen anderen Gebieten zusammen. Glaube ich. Ja, hier sind noch ein paar von Kumos Freunden. Aber das Gebiet ist doch extra dafür gemacht, oder? Dass man überall lang fliegt. Da auf der Mauer ist auch noch was. Okay, dann gehen wir erstmal auf die Mauer. Sag ich, ich bin im nächsten Moment am Boden. So, was haben wir hier? Einfach ein Durchgang. Okay, aber irgendwas ist hier an der Mauer. Fliegen wir doch mal hoch. Da, da ist was an der Mauer. Hi! Statuen. Hier steht keine Statue. Statuen, die das Land überblicken. Njam, njam, njam. Lecker. Okay, gibt's hier noch mehr?
Oder war das... War es das einfach? Ging es einfach nur darum, eine Statue zu sein? Ja, ich glaube, das ist so ziemlich alles, was hier ging. So kommt es mir zumindest vor. Ja, wir können hier einmal nochmal eins höher gehen, eine Etage, und hier nochmal gucken, aber ich glaube... Wow. Ja, das ist, glaube ich, alles. So, in welche Richtung, wo war ich jetzt nochmal? Da hinten. Ja. Dann rennen wir mal ein bisschen noch in die Richtung. Okay, was auch immer Five da gemacht hat. So. Und was ist hier am Ende gemacht? Weil hier war es, glaube ich. War hier nicht gerade irgendwas? Ja. Da ist was. Da ist Feuer. Oh, ja. Lass mich das. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Ich will mir das anschauen. Das ist, glaube ich, noch befriedigender als das mit dem Schnörkel in dem Turm oben. So. Nein, 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 nein. Hui. Ich würde gerade schießen, damit das am coolsten aussieht. Okay, was zur Hölle? Ah, jetzt. Leider sieht man nicht alles davon. Ich hätte runterspringen sollen und mir das von genau hier anschauen sollen. Aber da hätte ich dann auch nicht alles gesehen. Aber gut, ist sehr cool. Was ersticht der da eigentlich? Da sind überall Luftfilter über mir. Ich glaube, das sind sogar welche, über die ich schon drüber geflogen bin. Was erklären würde, warum ich das alles hier nicht mehr angeschaut habe. Ja. Ja, machen wir hier nochmal ein Windfeld. Ups, nein, nein, nein. So, und so, und um. Hallo, na? Windfeld! Und hier unten. Hier unten gibt's irgendwas. Das ist das Dorf! Das ist das Dorf! Das sieht cool aus. Hier ist nochmal eine Statue. Also eine fehlende Statue. Wie viele Statuen ich wohl schon verkörpert habe in diesem Spiel. Da drüben ist eine Erinnerung. Okay, wir müssen... Hier oben ist eine Erinnerung. Wir müssen irgendwie systematischer durchgehen, sonst verlaufe ich mich. Die letzten Augen, die ich erblicken werde, sind die meines Bruders oben im Gefängnis. Oh, das ist der Hinrichtungsdude. Das ist der Hinrichtungsplatz? Wow. Das ist ein Segen. Ich habe mein Leben lang den großen Kumo verehrt. Ich werde ihn nicht verraten. Ich weiß, dass er auferstehen wird und ich werde an seiner Seite sein. Meinem Bruder in die Augen blickend sterbe ich jetzt, aber ich sterbe in Frieden. Da oben, oder? Ist das da oben? Nee. Ist das da drüben! Da ist das Gefängnis. Und dann ist er hier hin. Boah. Wie mies die sind. Richtig mies. Aber warum wurde er da öfter auf dem Balkon hingerichtet? Ah, da ist was. Eine Spur. Eine Spur. Wow. Ich habe 12.
Flügelschläge. Well. Da ist eine Tür drin. Ich mir gleich mal anschauen, aber erst einmal hier das aktivieren. Okay, dann gehen wir vorher einmal hier rüber. Und landen. Hallo Katze. Na, na, na. So, und irgendwo hier unten drunter war eine Tür. Der Häuser ist damit dann abgeschlossen. Da war ja auch eine Kiste. Gehen wir mal langsam wieder, ob da irgendwas in der Zwischendeck ist. Nein. Gott, der Wind! Der Wind ist ganz schön laut. Die Erinnerung da ist die von dem Hingerichteten. Oder? Uns mal die Steintafel. Über diesem Dorf ruht der Gottesmörder und in ihm ruhen auch seine Anhänger. Ha. Das ist die Frage, inwiefern ruhen gemeint ist. Ruhen im Sinne von tot sein oder ruhen im Sinne von ausruhen und leben? Könnte beides sein. Diese Exerzierhalle war einst eine Bibliothek. Und diese Waffenkammer war eine Bäckerei. Als ich meine Augen schloss, war ich in einem Dorf und als ich erwachte, in einem Kriegsgebiet. Oh. Das tut mir leid. Die Bibliothek, die zu einem Exerzierdorf wird. Platzhalle. Dorfplatzhalle. Perfekt. So, da unten gucke ich gleich noch rein. Da ist ein Weg, den habe ich gesehen. Aber ich will das Feuer hier darüber leiten. So, genau. Ja. Und ich habe jetzt gelernt, ich kann auch aufhören, so zu sein. War hier nicht... Wo? Ja. Fast. Ja. Schon besser. Und das da möchte ich bitte auch. Vielleicht ist das da gar nicht geplant gewesen. Oder vielleicht doch, aber ein extra Secret. Oder man muss wirklich einfach alle anzünden. Ist da noch irgendwas dran? Nein. Ist da drüben noch irgendwas drin? Nein. Okay, gut. Dann haben wir das hier fertig auf der Seite. Ja. Ah, das war das. Da bin ich angekommen. Okay, dann gucken wir uns noch da unten das an. Boom. Genau. Der Ort hier. Ja, dachte ich mir doch, dass es hier irgendwo hingeht. Oh. Hi. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Es tut mir leid.
mir leid. Okay. Ja, anscheinend wird er hier auch angebetet. Und zwar nicht von Leuten, die den Wegbereiter anbieten, sondern einfach von Leuten, die keine Kälte mehr haben wollen. Denen die Kälte zu viel ist. Also hier ist eins. Da drüben sind zwei. Da drüben sind drei. Da unten sind eine Menge Sachen. Das ist auch eins. Dann kann ich mich, glaube ich, hier herstellen. Und dadurch das aktivieren, glaube ich. Ja, damit ist der oben. Das ist doch schon mal schön. Was haben wir da unten eigentlich? Einfach nur für den Fall, dass man runterfällt. Einfach eine sehr tiefe Grube. Okay. Oh. I love it. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass das Feuer mir Schaden macht. Aber anscheinend nicht. Okay, perfekt. Muss aber auf die andere Seite. Feuer, hi. Ach Gott. So. Dann dadurch. Nee, das sind drei. Da unten. Das eins. Aber wie komme ich in das eine rein? Ah ne, die Eins habe ich schon. Aber die Eins habe ich noch nicht. Okay, es gibt mehrere Einsen. Oder die Eins habe ich, aber die noch? Bin verwirrt. Aber hier kann ich eine Eins... Ne, die Eins habe ich. Die Einsen, die ich noch nicht habe, die sind noch nicht aktiviert. Okay, ich muss alle Einsen einmal aktivieren. Da unten noch. Muss ich noch hin, nehme ich an. Ja. Das aktivieren? Werden jetzt wir beide hochgezogen? Nee. Wäre ja zu schön. Aber ich kann da hin. So. Und das noch. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das will ich auch nicht. Ich will das da bitte, danke. Hängen da unten jetzt noch Sachen? Nee. Teile, wo ich nicht draufstehen kann. Aber keine. Oder? Wieso ist die Eins dann noch da? Hier, für dich. Okay, damit haben wir die drei hier noch nicht fertig. Nein. Doch, haben wir. Klar. Die drei ist fertig. So viel dazu. Ich darf nicht einen Millimeter davor stehen. Ich muss einen Millimeter davor stehen, weil sonst funktioniert es nicht. Und die zwei da geht auch. Okay, manchmal auch nicht ganz, sondern nur so halb. Hi! Okay, das gefällt mir, das gefällt mir. Das gefällt mir. Schön. Ich musste nur gerade nochmal denken, dass ich echt schön finde, was für Rätsel dieses Spiel nimmt. Mist. Okay, Sound. Was möchtest du mir damit sagen? Ist vielleicht ein Kumo direkt vor der Tür? Nee, das ist tatsächlich gar nicht.
gar nicht zu sehen. So. Das haben wir erledigt. Warum sehe ich da Rotes? Da vorne ist nochmal rot. Ist das der Vulkan? Das ist nicht der Vulkan, oder? Doch, das ist der Vulkan. Okay, never mind. Nichts gesagt. Das ist Kumo da vorne. Dann gucken wir uns die roten Sachen in die Richtung an. Wenn da überhaupt noch rote Sachen sind. Also irgendwas haben wir auf jeden Fall bisher noch nicht. Weil sonst hätte ich ein Achievement gerade bekommen. Uns fehlt auf jeden Fall noch mindestens eine Sache. Mindestens. Boah, Sound! Hi! Ganz ruhig! Das hier haben wir uns geholt, ja. Das war das eins der gefrorenen. Oh. Ups. Hoppla. Das war ein Versehen. Okay, gucken wir mal, wo die Türme sind. Ich will mal einen der beiden Türme noch befreien. Da hinten ist ein... Da! Das ist kein Turm, das ist... Ich hatte übrigens die Idee, dass ich die Türme befreien kann, damit ich da auch einen Überblick bekomme. Und dass ich, wenn ich eh auf einen hohen Ort gehe, dass ich dann auch einen Turm befreien kann direkt. Komm, ich will fliegen, danke sehr. Aber ich habe hier gefunden, was mir noch fehlt. Oder eins der Sachen gefunden, die mir noch fehlen. Vielleicht nichts mehr. Weiß ich nicht. Aber das hier fehlt mir noch. Das sieht cool aus. Der Turm ist cool. Ich weiß nicht warum, aber ich mag den irgendwie. Okay, hier sind eine Menge kaputte Statuen. Eine ganze und ich. Dass das gezählt hat, obwohl ich nur mit den Fersen drauf stand. Aber gut. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier wieder einen Tempel, der dem Gottesmörder, Göttermörder gewidmet ist. Da ist ein Eingang und da ist ein anderer Eingang. Oh, Kisten. Oh, und ich hab's geöffnet, indem ich rein bin. Okay. Njam, 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 njam. Vielen Dank für das Mal. Okay, wir haben hier... Es ist aktiviert, aber was bringt mir das? Hat es irgendwas geöffnet? Ah ne, ich muss alle öffnen. Okay. Mist. Nein. I did it! Oh, cool. Gibt's noch eine schwierigere Schwierigkeitsgrad? Ja, gibt es. Oh, wie mies. Okay. Ja, das sieht korrekt aus. Ah, oder jetzt? Es gibt noch ein schwierigeres. Ah, nein. Okay. Einfach nur Feuer? Kumos Licht und Jägerin des Lichts. Ich hab alle. Alle. Alle Sachen. Alle Lichter. Alle, Abzeichen. Ich kann. Ich bin durch. Oh, da unten ist was. Aber das wird nur Money sein. Ich bin durch, oder?
Schön. Okay, wir sammeln jetzt noch das Geld hier ein. Und, wir sind alle durch. Ja, das sowieso. Was? Warte mal, waren wir hier nicht schon? Nee, das ist die andere Seite davon. Ups. Boom. Ah, hier ist Feuer! War das nicht das Teil, wo ich mir gedacht habe, hä, sind die wirklich nur die Statuen? Oder sind da einfach nur zwei Statuen? Nee, das sind drei Statuen. Hier ist Feuer und drei Statuen. Also ich glaube, da war Feuer. Ja, hier ist Feuer, genau, da ist Feuer. Okay. Damit. So, da möchte ich bitte ein bisschen näher ran. Nein. Oder hier? Ja! Nein, fast. Nervig. So. Nein! Ja! Finally. Gott. So, das fertig. Und die andere Seite machen wir, indem ich das hier auf die andere Seite rüber mache. Ja, genau. Mhm. Ups. Wow. Okay. Ich habe gerade durch die Decke durchgeboostet. Und das hier machen. Nein. Ja! We did it! Okay. Geld und Statuetten. So. Und dann sind wir durch. Krasse Sache. Ich habe bestimmt irgendwo Geld verübersehen. Verübersehen. Kisten oder eine Stelle, wo ich beten. Ich konnte Kumo nirgends anbeten. Also alle Gebetsstätten für Kumo wurden anscheinend weggenommen. Und durch den Wegbereiter ersetzt. Nehme ich jetzt mal an. Ich gehe gerade von einem der Türme weg. Nee. Ja, jetzt bin ich auch schon mitten in der Mitte. Wow, ich war clever. Okay, ich muss einfach nur zu einem der beiden Türme. Beziehungsweise ich kann hier einfach hochgehen. Weil zwischen den Türmen sind, glaube ich, Schnellwege. Knappe Sache. Ist hier was? Nein. Aber der Baum sieht interessant aus. So. Oh, doch, hier ist was. Sag ich doch, dass ich nicht alles hab. Ah nein, stimmt ja, ich erinnere mich, man muss ja alle einmal aktivieren. Okay. Ich dachte mir, ich muss den letzten nicht aktivieren. Weil ist ja schon. Aber gut, dann muss ich wohl alle aktivieren. Ich frage mich, wie viele Federn man wohl bekommen kann, wenn man wirklich alles findet und nie kaputt, also
ne, nie kaputt geht. Quasi. Es gibt einen Schnellweg darüber. Aber nicht wirklich darüber. Und das ist eigentlich ein Schnellweg, glaube ich, auch zum anderen Turm, der jetzt aber... Hey, vielleicht ist er gar nicht... Ich will eigentlich da unten lang. Genau. So. Ja. Okay, hochspringen hätte besser funktioniert. Ich dachte es. Geht ganz dadurch. Nein. So, hier haben wir... Ja, jetzt sind wir auf der Schnellstraße. Okay. Das funktioniert. Oh Gott. Oh Gott, ich musste mich gerade so konzentrieren. Heiliger. Okay. Da ist was. Da hat's golden geleuchtet. Erinnerung. Und natürlich Geld. Erinnerung 1. Ich habe gelesen, dass dies einst das üppigste und lebendigste aller Plateaus war. Der Gottesmörder hat sein Leben mit der Kälte erstickt. Ah, der Gottesmörder erst? Ich dachte, es wäre Kumusreich gewesen, deswegen so kalt. Haben nicht Leute extra sich von Kumu abgewandt, weil es hier so eiskalt war und zu der Echse hingewandt? Diese Kälte ist nicht natürlich. Sie zieht in die Knochen, dringt in dein Herz vor und bleibt auch dort. Diese Kälte soll töten. Ja klar, wenn er die Welt vernichten will, natürlich will er dann eine Kälte haben, die tötet. Ich habe den Pesthauch überlebt, die Dunkelheit, den Wahnsinn. Aber die Kälte ist unerträglich. Ich kann meine Finger nicht strecken. Ich kann nicht denken. Ja, doof. Nicht denken zu können, ist ja ein Problem. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Und können von da oben auch nochmal meinen Sensor loslassen. Aber erst nachdem ich das aktiviert habe, bitte. Danke. Zack, zack. Ja, damit kannst du dich ja, kennst du dich ja aus. Mit dem Nicht-Denken. Psst. Nicht meine Geheimnisse verraten. Ja, krass. Warte mal, ist da unten rot? Ne, das sind einfach nur die Schnellwege. Ja, krass, wir waren überall. Da hat was, glaube ich, rot geblinkt. Nee, das habe ich mir eingebildet. Es fallen manchmal rote Ascheteile vom Himmel. Das irritiert ja komplett. Da! Da war schon wieder rotes Asche-Ding. Und da schon wieder. Warte, ist da hinten was? Auf dem Gipfel? Nee. Okay. Da vorne ist der Turm. Ja, sieht gut aus. Das ist, glaube ich, auch einfach nur ein Schnellweg, oder? Ja, das ist nur ein Schnellweg-Ding. Okay, ja. Außer dem Teil und dem Turm sehe ich tatsächlich nichts Rotes mehr. Und interessanterweise sehe ich von hier aus den Vulkan auch nicht gerade. Okay, Musik. Oh, Musik. Ganz ruhig Musik.
der Vulkan hin? Ist der auf der anderen Seite von dem Berg? Möglich. Oder da? War der da? Nee, der war nicht da, oder? Vielleicht doch? Ich weiß es nicht, dafür müsste er einmal weggehen. Aber ich glaube nicht, da. Nee, da ist ein Damm. Aber bitte nicht irgendwo hin, wo ich gleich hin muss. Nee, da ist nicht der Vulkan. Da ist auch nichts. Well. Fuck. So viel dazu. Wir sind nirgends, wo ich gleich hin muss. Er teleportiert sich quasi in mich rein. Hallo Kumo. Aber das ist das zweite Mal, glaube ich, dass wir gegen ihn gehen. Okay. Das ist gemein! Das ist gemein! What the actual... What? Wieso sind wir hier bei dem Turm wieder? Also, hä? Das war ja jetzt mal das Unlogischste überhaupt, dass wir beim Turm rausgesetzt wurden. Anscheinend der letzte Ort, wo man stand. Richtig gemein war das. Das war Cheaten. Kumo hat gecheatet. Ich gehe mal davon aus, dass man da wieder spawnt, wo man das letzte Mal... Ja, habe ich auch gesagt. Oh, wie mies. Richtig mies. Gemeinheit. Blödes Vieh. Und jetzt, na, das Ding ist... obwohl, ja, okay. Nee, eigentlich nicht. Das Ding ist, der verändert ja immer seine Position, ne? Nachdem man ihn besiegt hat. Aber jetzt stellt man sich mal vor, man fliegt in den Rhein, besiegt ihn oder besiegt ihn nicht, je nachdem. Aber eigentlich auch egal. Wird zurückgesetzt dahin, wo man das letzte Mal stand. Aber dann portet er sich genau dahin, wo man sich das letzte Mal stand. Ich wollte nicht hier rein. Ich wollte einfach auf die andere Seite. Dies. Da ist das. Da. So. Okay, da gibt es keinen richtigen Schnellweg hin. Hier sind noch Sachen. Ha! Hier ist noch was. Okay, hier ist die 1. Glaube ich. Ja. Das ist die 3, glaube ich. Das ist die 4. Das ist die 2. Das da vorne ist die 3. Ja. Ich glaube, das ist die 4. Ja. Und die 5. Yay! Okay. Habe ich wahrscheinlich nie gesehen, weil es so an den Berg ran geschmiegt war. Nehme ich mal so an. Das Spiel scheint zu wissen, dass es langsam gegen Ende geht. Fallen lassen, weil dann bin ich, glaube ich, schneller oben.
Schön, ne? Ich lass mich fallen, damit ich schneller oben bin. Schwierig war das. Okay, gucken wir uns einmal um. Nochmal. Aus dem anderen Blickwinkel wieder. Da ist ja die, genau, das rote, da ist ja die, ja, der Bosskampf. Genau. Ja, sieht gut aus. Nochmal auf der Seite, auch wenn es hier nicht wirklich was geben wird, denke ich. Okay. Gut. Dann mal los. Auf zum Bosskampf. Oh Gott, muss ich ihn durch die Luft verfolgen jetzt? Weil am Boden lang weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Jetzt kommen wir jetzt immer an die Verfolgungssequenz. Hey, Corona. Rosa. Oh, vier auf jeder Seite. Okay. Ja, das habe ich auch nicht erwartet, dass es sich ohne Widerstand ergibt. Ah. Das sieht gerade sehr krass hell aus. Wieso sieht das so heftig hell aus? War das schon immer so, dass da Lichtstrahlen rauskamen? Wird komisch zur Seite geschleudert von dem Sturm. Na gut. So, dann lassen wir uns mal fallen.